Wer trotzdem hier Adventskalender. Hinter jedem Türchen ein anderer Spieler. Ho, 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 ho. Hallo und herzlich willkommen zu keiner neuen Folge von Trotzdem hier, dem Fußball-Podcast über den 1. FC Köln, sondern zu einer ganz besonderen Ankündigung. Marco, du bist in der Leitung, du hörst mich? Jo, ich höre dich. Das ist schön, denn wir haben große Neuigkeiten für unsere Hörerinnen und Hörer zu vermelden. Willst du die Bombe platzen lassen? Ja, gerne. Wir haben uns was für die Weihnachtszeit ausgedacht. Und da ja jeder noch einen Kalender bestimmt braucht, haben wir uns den trotzdem hier Weihnachtskalender überlegt. Jeden Tag werden wir ein Türchen öffnen und da exemplarisch kurz über einen Spieler sprechen. Und mal schauen, was uns zu dem Spieler einfällt, irgendwas Witziges erzählen. Oder einfach mal auf die Vita gucken und den Spieler näher beleuchten. Genau. Und wir haben schon direkt in Folge 1 ein großes Leak, das wir veröffentlichen werden. Ja, seid gespannt. Es wird legendär. Seid gespannt. Genau. Also wie der Marco schon gesagt hat, jeden Tag findet ihr eine neue Folge in eurem Podcatcher. Natürlich nicht in voller trotzdem hier Länge, sondern immer so kleine Snacks, die man zwischendurch mal vielleicht, weiß ich nicht, nach einem leckeren Chili con Carne auf der Toilette hören kann oder sowas. Länger wird es nicht werden, aber es sind dafür 24 Stück. Das heißt, wenn ihr die am Stück hören wollt, dann am 24. Dezember ist Weihnachten für euch gerettet. Ja, ich würde sagen, das ist alles, was ihr wissen müsst. Ihr müsst nichts weiter tun, außer jeden Tag in euren Podcatcher reinzugucken. Da findet ihr jeweils die neue Folge. Immer pünktlich um Mitternacht wird die freigeschaltet, wenn alles nach Plan läuft. Ja, jede Folge ein Spieler. Und immer der Spieler mit der Rückennummer des jeweiligen Tages. Das heißt, morgen am 1. Dezember kommt der Spieler mit der Nummer 1. Ich glaube, das ist Ron-Robert Zieler oder so. Werdet ihr morgen sehen. Ihr werdet es erfahren, wenn ihr es nicht wisst. Bleibt gespannt auf den morgigen Tag. Wir hören uns morgen. Bleibt uns gewogen. Macht Idiot. Tschö. Tschö. Hamburg und Hattingen rufen Köln, denn Köln ist der Geburtsort unserer Nummer 1, das erste Türchen des Adventskalenders. Wir machen die Tür auf, es knarzt, es knuspert und dahinter sitzt ein Mann mit einer Grillwurst in der Hand und Torwarthandschuhen an den Händen. Timo Horn, unsere Nummer 1. Jo, und kippt ab zur Seite, aufs Knie. Und die Hände beschwerend in die Richtung seiner Abwehrspieler, warum sie den Ball haben, den Spieler haben schießen lassen. So sieht's aus. Ja, das ist er. Unser Timo, der Panther von Rohndorf. Der Panda. Manche bösen Zungen würden sagen, der Panda. Boah. Ich muss ja sagen, als er damals debütiert hat in der zweiten Liga, war ich zuerst doch ein bisschen skeptisch, weil wir dafür ja Michael Rensing in die Wüste geschickt haben. Und Rensing war ja damals schon ein solider Bundesliga-Keeper. Während halt irgend so ein Jungspund, der ja damals noch sehr schmächtig aussah und ein bisschen zu klein für sein Trikot war, kann ja alles und nichts geben mit so einem Jungen, ne? Weiß man ja nie. Ja, das stimmt. Ich muss aber sagen, ich war auch sehr, sehr skeptisch damals. Wobei die ersten Spiele waren nicht von ihm kacke, sondern waren von der Mannschaft scheiße. Und da habe ich immer gedacht, so, oje, das geht ganz bitter in die Hose und da werden wir keine Freude dran haben. Aber ich finde, dass er zwischenzeitlich ja wirklich bärenstarker Rückhalt war. Total. Also man muss auch sagen, in diesen ersten 2-3 Jahren, am Anfang ja noch Stahlbar, zweite Liga und so, hat er auch einfach eine Menge an Ausstrahlung dazu gewonnen. Ne? Also von diesem gerade beschriebenen Hämpfling, dem das Trikot zu klein war, ist er ja schon eine ziemliche Kante geworden zwischendurch. Hat sich auch diesen Bart wachsen lassen, sah dadurch so ein bisschen männlicher aus. Hatte schon eine Zeit lang, finde ich, eine richtig gute Ausstrahlung, wo du echt so als Mannschaft das Gefühl hattest, hier kann nicht viel anbrennen. Weil hinten im Tor steht ja der Timo. Ja, das stimmt. Ja, also man muss einfach mal ganz ehrlich sagen, Timo Horn spielt seit 2002 beim 1. FC Köln. Ist, glaube ich, der Spieler mit der längsten Historie bei uns als Spieler. Das ist schon, also ich muss ganz ehrlich sagen, so Eigengewächse, ich finde es immer cool, weil das ja doch irgendwie eine andere Identifikation dann auch für einen selber hat. Also ich finde es schon cool, dass der irgendwie, dann kam der aus dem Nachwuchs, aus der zweiten Mannschaft hoch und du denkst, okay, packt er das und dann hat der irgendwann einen Marktwert von 12 Millionen Euro. Das war nämlich um 2017 rum und
Da kamen mir damals diese Gerüchte auf mit Leicester und Manchester und Liverpool und wer alles und Dortmund. Und da habe ich echt, da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn da einer gesagt hätte, so Timo Horn verlässt uns jetzt, da wäre ich schon traurig gewesen. Es gab ja eine Zeit lang das Gerücht, dass der schon einen unterschriftsreifen Vertrag von einem Engländer auf dem Tisch liegen gehabt hätte und wir schon mit Zieler quasi einig waren damals. Mhm. Und dann das ganze Ding doch gekippt ist, weil Klopp dann lieber Loris Karius geholt hat. Ne? Ich glaube, es ging damals hier um Leicester, die ja dann den Kasper Schmeichel, Kasper ja, Schmeichel den Sohn heißt der von, so, von, genau, den, von Peter, den Schmeichel. Sohn von Peter ja. Schmeichel geholt haben und richtig, so war das. Das irgendwie so ins Rollen kam und Timo Horn dann nicht verpflichtet worden ist oder bei uns geblieben ist. Und ja, also man muss, auch wenn ich ganz oft auf Timo Horn schon massiv eingeschlagen habe, finde ich, dass er trotzdem kein schlechter Keeper ist. Der hat seine Defizite, ja, zum Beispiel beim ich sag mal, bei der Strafraumbeherrschung oder auch bei der Spieleröffnung, aber es ist jetzt auch nicht so schlimm, wie es, glaube ich, wie ich es persönlich immer mache. Ich glaube, das Problem ist halt, dass er so verheißungsvoll gestartet ist damals, nach den ersten paar Halbsaison, dass man dachte, die Karriere geht ganz woanders hin. Und dann ist sie ja gefühlt nicht nur stagniert, sondern rückläufig geworden, dass er ja in jedem Spiel dann irgendwie einen Patzer drin hatte, ein Gegentor verschuldet hat. Wir haben ja nicht umsonst auch den Horn der Woche ins Leben gerufen. Da tun wir ja auch nicht, weil er nur einmal gepatzt hat. Ne? Also, nee, das ist richtig. Ja, also ich habe mir letztes Mal noch überlegt, wann das angefangen hat. Und ich glaube, das war nach seiner Verletzung, die er sich dabei Olympia oder nach Olympia zugezogen hat. Und irgendwie habe ich das Gefühl, da war wie so eine Art Knacks drin und dann habe ich auch das Gefühl gehabt, manchmal ist das Leben in Köln auch vielleicht zu verlockend, so Speischen hier, Pöllchen da. Ich hatte das Gefühl manchmal, das ist da kommt die Jojic-Plauze bald. Ja, das kann natürlich sein, dass so eine Verletzung auch einfach die Prioritäten verschiebt, ne? Dass du dann merkst, okay, Fußball ist vielleicht doch nicht alles, gibt auch ein Leben außerhalb dessen und dass man dann vielleicht dazu geneigt ist, sich mehr so auf diese weltlichen Gelüste zu stürzen und nicht mehr da jeden Tag noch eine Extraschicht einlegt und so weiter und so fort. Plus dazu kommt ja auch, der 1. FC Köln hat ja wirklich alles getan, um sowas wie Konkurrenzdruck von ihm fernzuhalten, ne? Der musste ja nicht viel ackern für seinen Stammplatz. Ja, das ist wirklich so. Ich glaube, es gibt, ich wüsste jetzt wirklich ehrlicherweise nur ein Spiel, wo ich Kessler positive Erinnerung habe und das ist das Derby gegen Gladbach. Ja, und selbst wenn, also Kessler hat ja nie Ansprüche auf die Eins gestellt. Nein, ne? Das ist richtig. Der hat sich ja zweimal ausleihen lassen, St. Pauli und Frankfurt und ich glaube sogar noch ein drittes Mal irgendwohin, weiß ich gerade nicht. Hat es vielleicht mal versucht, irgendwo Nummer 1 zu werden, hat gesehen, ja, im Endeffekt bin ich überall auf der Bank gelandet, teilweise hinter Leuten wie, Gott, wie hieß der in St. Pauli noch gleich, der ihn verdrängt? Pliquet, genau. Hat er vielleicht gemerkt, ja, Bundesliga ist vielleicht doch nicht so ganz was für mich und hat sich dann mit dieser Rolle der Nummer 2 zufrieden gegeben und so als wichtiger Integrationsspieler. Hat aber, glaube ich, Timo da auch nie Druck gemacht. Ja, und ich vermute mal, dass, ja, ich glaube, wenn du halt nie Konkurrenz hast, lassen immer auch so ein bisschen die Schärfe der Sinne nach und du fühlst dich dann so im gemachten Nest und gibst vielleicht ein bisschen weniger Gas. Das kann sein. Ich weiß ehrlicherweise auch nicht, wie viel Einfluss Würstchen Andi da jetzt hat, also Andi Menger, der Torwarttrainer. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass da jetzt die große Weiterentwicklung gekommen ist. Und ganz im Gegenteil. Also, ja, die hat schon unter Bahn nicht wirklich eingesetzt, irgendeine Art der Fortentwicklung. Also gerade so Sachen wie Spieleröffnung, denke ich, kann man schon besser trainieren, als das in der Karriere des Timo Horn passiert ist bis jetzt. Ja, also ich meine, dass wir da nicht mit einer Spieleröffnung oder des Mitspielens wie Manuel Neuer erleben würden, das war uns, glaube ich, allen klar. Aber das ist gefühlt für mich immer vielleicht auch schlechter geworden, weil man auch mehr erwartet hat. Also ich glaube, das ist genau das, was du, Dennis, vorhin schon gesagt hast. Wenn du halt, du siehst, du möchtest ja immer mehr, immer mehr, immer mehr. Also du erwartest ja vom Spieler, dass der sich immer weiter verbessert, aber vielleicht ist einfach die Qualität zur Verbesserung dann auch da leider nur begrenzt. Also
vielleicht geht da nicht so viel mehr. Ja, ich habe gerade mal ein bisschen seine Werte reingeschaut. Er hat gar nicht so eine schlechte Passquote, wie man glaubt. Es wird dann deutlich, wenn man ihn ein bisschen aufschlüsseln. In der eigenen Hälfte hat Timo Horn eine erfolgreiche Passquote von 91% angekommener Bälle. Also in der eigenen Hälfte kommen 91% seiner Pässe beim Mitspieler an. Natürlich deshalb, weil er auch sehr viele kurze Pässe auf einen der beiden Innenverteidiger spielt, die schon im Strafraum stehen. Er spielt jetzt aber nicht irgendwie lange Bälle zu jemandem, der vielleicht so an der Mittellinie, aber noch in der eigenen Hälfte lauert. Das ist ja eher seltener. Mhm. Wenn es da mal lange Bälle in die gegnerische Hälfte gibt, dann sinkt die Passquote auch auf 40% runter. Ja, da sieht man dann schon ein gewisses Gefälle. Wobei ich mal behaupten würde, dass das bei vielen Bundesliga-Torwerten so ist, dieses Gefälle. Weil es ist ja klar, dass du einen Ball über 30, 40 Meter deutlich unpräziser spielen wirst als über 10 Meter oder so. Das, ja, geht das so. Ist wahrscheinlich so, ja. Ich denke mir nur halt, der Torwart ist ja... Also Timo hat ja in der Zeit angefangen, Fußball zu spielen, wo der Torwart im Strafraum beim Abschlag noch gar nicht unter Druck gesetzt werden durfte. Das ist ja eine neue Regel, erst seit ein paar, ich glaube seit einer Saison jetzt oder seit anderthalb in dem Fall. Das heißt, er muss doch eigentlich auch mal gelernt haben, ohne Druck aufzubauen. Aber irgendwie sieht man da schon wenig von. Ja, das ist, ja, ist wirklich manchmal schade, dass da so eine Stagnation eingesetzt hat. Ja. Wo ich ihn immer noch gut finde, ist dann, also immer gut fand und auch weiterhin gut finde, ist dann, wenn er einfach nur purer Reflex ist. Wenn er nicht denken muss, nicht spielen muss, sondern einfach nur so einen klassischen Torwartreflex zeigen muss. Mhm. Also auf der Linie, klassisch gesagt. Wo er sich auch nicht positionieren muss, weil er halt da steht, wo er gerade steht. Und einfach nur reagieren muss. Da ist der richtig gut. Vielleicht wäre der auch ein super guter irgendwie Eishockey-Torwart oder so aus diesen Gründen. Die haben ja ein bisschen andere Herausforderungen als ein Bundesliga-Fußball- Torwart. Aber sobald es darum geht, bei ihm Positionsfindung, wie stelle ich mich im Strafraum, wann komme ich raus aus meinem Tor, wann gehe ich nicht raus, ja, da wird es dann leider schon für die Bundesliga vielleicht ein bisschen dünn bei ihm. Ja, das ist leider wirklich so, ja. Naja, wir haben jedenfalls im Zuge unserer natürlich intensiven Recherchen eine ziemliche Bombe gefunden. Und die, liebe Hörer, wollen wir euch hier nicht vorenthalten. Ja. Wir haben es vor 10 Minuten vor der Aufnahme gesehen und haben erstmal 10 Minuten lang uns deutlich amüsiert gezeigt. Kann natürlich der arme Timo Horn nichts für. Da muss man eher vielleicht mit Herrn und Frau Horn, also seinen Eltern, mal ein ernstes Wort reden. Aber liebe Hörerinnen und Hörer, geht mal in euch und fragt euch mal, hat der Timo Horn eigentlich einen Zweitnamen? Und wenn ja, wie könnte der wohl lauten, dieser Zweitname? Kasper. Kasper Timo, Kasper Horn, nee. Auch nicht Melchior, auch nicht Balthasar, auch wenn das in die Jahreszeit passen würde. Nee, willst du es verraten, wie sein zweiter Name lautet? Ja, gerne. Timo Phil mit PH Horn. Timo Phil. Das Füllhorn sozusagen. Das Füllhorn. Ja. Timo Phil und Füllhorn, Mensch. Ja, Phil. Ich glaube, da haben die Eltern eben einen kleinen Streich gespielt, damit der Junge nicht zu sehr abhebt. Timo Phil Horn. Das ist so ein Name, der wird witziger, je öfter man ihn sagt. Ne? Phil Horn, komm mal her. Philly. Der wird bestimmt auch zu Hause Philly genannt. Philly, komm mal her. Fipsi. Nicht mal Philipp, sondern wirklich Phil. Timo Phil Horn. Weil ich aber sagen muss, Phil passt ein bisschen besser zu diesem Hipster-Look, den er da teilweise. Ja, mit dem Bärtchen, mit dem Arsch. War das schön, als hinten noch die Haare so zum Zopf waren. Oh. Ja, ja. Ja. Ein Traum. Phil Horn. Ja. Ich finde auch, wir sollten ihn ab jetzt immer so nennen. Phil. Ich finde, Ehre, wem Ehre gebührt. Ja. Timo Phil. Timo Phil Horn, der Panther von Rondorf. Wahrscheinlich deshalb auch der Panther war wegen Phil. Kann natürlich sein. Phil der Panther. Panther Phil. Panther Phil. Klingt wie so ein ganz schlechter Impfstoff. Panther Phil. Ja. Ja, vielleicht ist also. Ja, also Timo Horn, ja, Phil. Phil. Wie Freunde sein würden, der Philly. Phil und Jannis Horn laufen zusammen für den 1. FC Köln auf. So sieht's aus. Ob der wohl auch einen peinlichen zweiten Namen hat, der Jannis Horn. Das werden wir recherchieren. Ihr werdet es rausfinden, spätestens am Tag seiner Rückennummer. Kann auch nicht mehr lange hin sein. Nein. Genau. Ja, ich glaube, wir haben den Phil Horn jetzt rund genug besprochen. Morgen geht's schon weiter mit der nächsten Folge. Alle mal gucken, wer unsere Nummer 2 ist, dann wisst ihr, wer morgen drankommt. Wir verraten es mal nicht. Lasst euch überraschen, wenn ihr es nicht auswendig wisst.
oder von irgendeinem Fremdverein hergewechselt habt. Ja, Marco, wir sind raus, ne? Wir sind raus. Tschüss. Ja, macht's gut. Tschö. Hamburg und rufen München, den Geburtsort unseres Türchen Nummer 2, der Spieler mit der Rückennummer 2. Wenn ich euch, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt einfach nochmal seine Vita vorlese, werdet ihr sagen, boah, also, da gibt es einen Spieler, der hat 22 Spiele in der U17-Bundesliga Süd-Südwest gemacht, 42 Spiele in der U19-Bundesliga Süd-Südwest, Tore, ein Assist, hat in der Regionalliga Bayern 44 Spiele gemacht, 3 Tore und 5 Assists, Bundesliga in Österreich gespielt, 45 Spiele dort, 6 Assists, hat im ÖFB-Cup gespielt, hat in der österreichischen zweiten Liga gespielt, hat sein Fußballspielen bei den Bayern gelernt, erst bei den Amateuren und dann in der zweiten Mannschaft der Bayern, ist dann in die Red Bull-Familie gewechselt, nach Red Bull Salzburg und zu RB Leipzig. Dann würdet ihr, Entschuldigung, dann würdet ihr wohl alle sagen, boah, was ist denn das für eine Granate, die sich der erste FC Köln da an Land gezogen hat. Für schlanke 200.000 Euro haben wir uns da einen richtigen Bombenspieler gekauft, anscheinend bei der Vita. Ja, und dann machen wir das Türchen hier auf und sehen, es ist... Das ist der Zonk. Ist der Zonk. Es ist Benno Schmitz. Ja, das sag ich doch, ist der Zonk. Hätten wir lieber Umschlag 1 genommen und nicht das Türchen. Genau, ja. Ja, also irgendwann muss man leider sagen, ist da wohl die Karriere des Benno Schmitz ein bisschen stagniert, wenn man sich da die vorherige Jugendabteilung anguckt und jetzt die Leistung in der Herren, im Herrenbereich daneben hält. Ja, also ja, man, ja, also wenn du natürlich jetzt sagst, ja, der kommt aus der Bayern-Jugend, aber ich sage jetzt mal vorsichtig, es ist ja jetzt nicht so, dass in der Bayern-Jugend jetzt jeder Bundesliga-Star wird. Weiß ich nicht, also bei den Bayern schaffen es ja auch nicht so viele den Sprung dann zu den Profis. Nee, aber ich glaube zum Beispiel, dass Red Bull schon gut scoutet. Also wenn die einen von den Bayern holen, glaube ich, hat der schon was auf dem Kasten per se. Ja, also ich, also zumindest kann ich mich daran erinnern, dass der bei Red Bull Salzburg gar nicht so verkehrt war und dann ja zu Red Bull Leipzig gekommen ist, als die, ich glaube, sogar noch in der zweiten Liga waren. Und dann mit denen natürlich den Schritt nach oben in die erste Liga gemacht hat und da dann einfach ganz schnell gemerkt worden ist, naja, also erste Liga ist es halt auch nicht unbedingt, also zumindest nicht in Leipzig und mit den Erwartungen und Ansprüchen. Und ja, also, aber wir alle haben es ja jetzt vor dem Spiel gegen Dortmund gelesen. Ah nee, ist ja schon vorbei, das Spiel. Wir hatten es damals vor 4 Wochen gelesen oder so. Richtig, genau. Ja, also jetzt vor dem Spiel gegen Dortmund nehmen wir das hier auf, das wisst ihr also jetzt auch. Da wird darüber berichtet, dass dieser Spieler ein, ich sag mal vorsichtig, ein Hoffnungsschimmer für uns darstellt. Ja, wobei ich glaube, das liegt weniger an ihm, sondern daran, dass dadurch dann Marius Wolf für die offensive Position frei werden würde. Das ist, glaube ich, eher die Hoffnung. Aber wie würdest du denn den Spieler Benno Schmitz einschätzen? Ich finde ja immer, man sagt ja immer, der stünde für die defensive Stabilität, aber ich finde, den Nachweis ist der auch noch schuldig, oder? Ja, also ich sage jetzt mal vorsichtig, wenn man wirklich auf Absichern gehen will, gibt es da sicherlich auf der Position auch schlechtere. Ich finde auch, Benno Schmitz hat durchaus Spiele gehabt, wo ich gesagt habe, das war okay. Also jetzt nicht atemberaubend fantastisch gut, sondern okay. Aber es gibt halt wenig Spiele, wo ich sagen muss, Mensch, da hat der mich überzeugt. Also ich glaube, das ist halt so ein Spieler, der halt genau wie viele andere auch so zwischen erster und zweiter wandelt. Also sicherlich in einer guten Zweitligamannschaft sicherlich nicht der schlechteste Spieler, aber halt einfach vielleicht auch von der Schnelligkeit einfach zu schlecht für diese Liga. Ja, wobei, wir müssen aber ehrlicherweise sagen, der hat sich bei uns auch in der zweiten Liga nicht durchgesetzt, ne? Ja, genau. Also selbst vielleicht doch eher dritte und zweite Liga und nicht zweite und erste Liga. Stimmt, ja. Ohne dem Mann was Böses zu wollen. Aber kannst du dich erinnern an das Spiel gegen Hertha, wo wir da 4-0 verloren haben? Ich glaube, das war die Bayer-Lorzer-Ära.
wo der von diesem Delirus Huhn da komplett eingedreht wurde. Ja, das ist richtig. Das war schon eine Lehrstunde. Ne? Das war schon nicht mehr schön anzusehen. Ich glaube, für sowas gibt es UN-Sonderbeobachter, die die UN-Charta durchsetzen müssen für solche Zweikämpfe. Also, ja. Ich fürchte, auf Sicht reicht das nicht für Bundesliga bei Ihnen. Nee, nein, natürlich nicht. Also, ich sage jetzt mal vorsichtig, das ist halt kein Spieler, der dich jetzt auf ein anderes Level hebt. Also, das ist halt nicht mal dein Level zu halten, wenn wir ehrlich sind. Genau, ja. Ich sag mal, wenn du wirklich nur hinten absichern willst und nicht einen Schritt nach vorne gehen willst, aber du hast recht, nein, das reicht nicht, das reicht nicht. Nee, ich fürchte auch nicht. Wobei Herr Gisdol scheint ja einen Narren an ihm gefressen zu haben. Ne? Der schätzt ihn, glaube ich, sehr. Der lässt ihn ja öfter spielen, als man sich das so erwartet hätte. Ich glaube, er schätzt ihn sogar mehr als Isibue. Also das werden wir dann besprechen, wenn wir den Easy besprechen. Aber ich glaube, von Benno Schmitz kannst du halt keine Wunderdinge erwarten, aber ja, was findet der an dem? Ich weiß es auch nicht. Also in der Mangelung an Möglichkeiten vielleicht auch einfach, ne? Bei unserem Kader. Ja, also, wahrscheinlich. Wobei wir wollen ja auch nicht nur bashen. Also ich finde, was mir bei ihm ganz gut gefällt, er kann relativ gute, scharfe Pässe über eine größere Distanz spielen, der Herr Schmitz. Da ist er einer der wenigen im Kader, die das können. Diagonale Dinger. Ja, genau. Das Sadi Özcan macht das so ein bisschen, der macht ja mehr so diese etwas weicheren Parabelbälle, die er dann spielt, der Özcan. Während Schmitz die mehr hart und flach spielt, das ist dann schon so ein bisschen Red Bull-Schule, siehst du dann ja schon. Ich meine auch, der hätte Mittelfeld gespielt in der Jugend, ne? Und gar nicht rechter Verteidiger. Habe ich im Hinterkopf irgendwie. Und da wird man ja eine gewisse Passqualität dann vielleicht auch mitbringen. Ja, das stimmt. Da ist, ja. Aber ja, generell ja. setzt ja wer ist der Gisdol auf solche Spieler? Der mag ja auch Marco Höger, ne? Also, ich glaube, wenn er könnte, würde er Höger und Schmitz da aufbieten. Das wäre eine Traumkombination. Super, super. Meine Lieblingsszene von Benno Schmitz war tatsächlich, kannst du dich erinnern, in irgendeinem Spiel in der Gisdol-Ära, als Drexler mit dem Ball dribbelt und Benno Schmitz versucht, ihn zu hinterlaufen. Und Benno Schmitz langsamer ist als Drexler mit Ball. Ja, kann ich mich dran erinnern. Das sah wirklich sehr skurril aus. Das war schon traurig. Ja, das ist manchmal ist das wirklich skurril, was da losläuft. Ja, das sah aus wie ich früher beim Sportfest, wenn ich versucht habe zu sprinten. Das war genauso schlimm. Ich habe es auch nie geschafft, an irgendwem vorbeizusprinten. Und genau so sah das leider aus. Nur, dass der Typ halt leider Profisportler ist und ich irgendwie Religionslehrer geworden bin. Ja, es ist halt nicht qualitativ das höchste Regal. Nee. Ich meine, gut, ne, bei dem Preis, also ihn zu holen, rückblickend fand ich jetzt gar nicht verkehrt. Bei dem Preis und der Vita, die ich gerade vorgelesen habe, muss er eigentlich sagen, komm, ist ein Schnäppchen, machen wir mal. Und wenn es nicht klappt, 200.000 Euro, Mensch, da hat der FC schon mehr für Abfindung für mich alten Trainer ausgegeben. Kann man machen. Hat ja seinen Marktwert laut Transfermarkt.de sogar gesteigert, ist also bei einer Million Euro angekommen. Und 1 Million Euro könnte man, glaube ich, gerade gut gebrauchen, weil es wäre genau die Gisdol-Abfindung. Ich hoffe, der ist ein Trainer, wenn diese Folge hier hört. Aber ist ja schon in 6 Tagen, also wahrscheinlich schon noch. Benno Schmitz, meine Güte. Ja, ist halt einer der Spieler, die, wenn sie den Verein verlassen, nicht nach oben wechseln werden. Das war gerade schon mal. Nee, das ist richtig. Aber ich frage mich ja auch, was ist die österreichische Bundesliga für eine Wurstliga, wenn der Typ da 6 Assists sammeln konnte? 6 Assists? Ja, gut, aber ich. Ja. Und der ist ja auch erst 24, ne? Also, das ist ja nicht, dass du jetzt sagen kannst, der war damals noch jünger und dynamischer. Der ist immer noch jung. Ja, ja, klar. Tja, Mensch. Österreich. Unsere Freunde im Süden. Ja. Das stimmt. Ich sag mal so, ich glaube, die Bayern werden sich nicht grämen, ihn nicht in die erste Mannschaft hochgezogen zu haben. Das glaube ich auch. Also ich glaube auch, dass das jetzt nicht der Spieler ist, der da
jetzt durchgestartet wäre. Ich meine, das hat ja Sinn. Also ich meine, der hat ja zweite Mannschaft gespielt und dann, ja, ist er halt eben nicht, hat er nicht den Schritt nach oben gemacht, sondern ist halt in die österreichische Liga gegangen. Also das zeigt ja auch schon einiges. Ja. Wobei bei Salihamidzic Transferpolitik kann ich es nicht ausschließen, dass sie den noch zurückholen, wenn Buenas Aires oder so sich verletzen sollte. Ja. Also wie gesagt, können sie gerne tun. Wir bringen ihn auch mit der Schubkarre rüber. Ich glaube, wir hätten danach, genau. Ja. Vielleicht mehr mit dem Katapult als mit der Schubkarre. Aber irgendwie kommt er an. Ja. Kommt auf jeden Fall an. Wir machen sogar eine Versandversicherung obendrauf für den FC Bayern München. Ja, das war der Benno Schmitz und die Folge zu Benno Schmitz. Nächste Folge wird, glaube ich, ein bisschen lobender als heute, weil der nächste Spieler schon etwas mehr Potenzial mitbringt, sage ich mal. Der Mann mit der Rückennummer 3, wer das ist, werdet ihr morgen erfahren oder mit einem Blick auf kicker.de. Aber nicht spoilern, sondern einfach mal den morgigen Tag wieder uns hier besuchen und das nächste Türchen mit uns zusammen aufmachen. Wir sind raus, macht es gut. Tschö. Tschö. Hamburg und Hattingen rufen Simmerath und Braunschweig. Heute im Türchen Nummer 3 unseres Adventskalenders sind nicht einer, nicht drei, nicht vier, sondern zwei Spieler drin. Natürlich deshalb, weil unser nicht gerade kleiner Kader natürlich mehr als 24 Spieler hat. Deswegen mussten wir so ein bisschen tricksen und ab und zu mal positionsgleiche Spieler ins gleiche Türchen gepackt, damit das am Ende noch aufgeht. Und heute widmen wir diese Folge komplett unseren beiden Linksverteidiger-Hoffnungen, dem Noah Katterbach und dem Jannis Horn. Nicht zu verwechseln mit Timo Phil Horn. Ja, aber dazu muss man sagen, in der Familie der Hörner, also der Horns, scheint es ja, auch wenn beide nicht miteinander verwandt sind, scheint es ja den Hang zu Doppelnamen zu geben. Denn auch Jannis Horn hat einen Zweitnamen. Gott. Jetzt haltet euch fest, ja. Jannis Kilian Horn. Sogar, sogar Jannis Bindestrich Kilian. Also, aber dann sind die Eltern auf jeden Fall Lehrer, oder? Jannis Kilian, schlag mich den Bente nicht. Ja, Schaufel. Das tut dem weh. Die Jonte möchte noch mit dir Schach spielen. Ja, genau. Du musst noch zum Klarinettenunterricht, Jannis Kilian. Jannis Kilian. Ja, also vielleicht ist das in Braunschweig, wo er geboren ist, ein Name, der gerade so der heiße Scheiß ist. Im Checkpoint Charlie. Ja. Also, puh. Tja. Mit wem von beiden sollen wir denn mal anfangen? Mit Kilian oder mit Noah? Ich lass uns mit Jannis Kilian, jetzt haben wir den schon auf dem Kika. Ja, richtig. Dann können wir den einmal hier rund machen und dann vielleicht zu der positiveren Erscheinung von beiden kommen. Jetzt kommt meine unpopular Opinion. Ich finde ja Jannis Horn gar nicht so schlecht. Ich muss ganz ehrlich sagen, nachdem er jetzt wiedergekommen ist, war das, was er gezeigt hat, wirklich nicht so schlecht. Aber ich vor meinem geistigen Auge sehe ich Jörg Schmadtke mit 7 Euro nach Braunschweig, nach Wolfsburg gehen. 7 Millionen Euro da auf den Tisch legen für ihn. Die hat er natürlich nie in Ansatzweise, nicht ansatzweise irgendwie mal gezeigt. Aber damals für einen jungen deutschen angehenden Nationalspieler als Linksverteidiger war das vielleicht damals sogar mit den Modestmillionen immer noch zu viel, klar. Aber ich kann zumindest verstehen, wo der Ansatz herkommt, Geld für den in die Hand zu nehmen. Vielleicht jetzt mal eher 4 Millionen als 7, klar. Das ist dann so ein bisschen der Modestkredit, der da oben drauf kommt. Aber den zu holen, war jetzt damals nicht unplausibel, fand ich. Nein, aber wie gesagt, wenn du halt 7 Millionen Euro für so ein Spiel ausgibst, dann wie gesagt, da kann Jannis Horn nichts zu. Aber das war natürlich dann schon so, wo du denkst, so, boah, 7 Millionen Euro, und dann zeigt man. Und dann spielte die erste Saison, aber komplette Grütze. Und ich muss ganz ehrlich sagen, aber nachdem er jetzt aus Hannover wiedergekommen ist,
war das okay. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand sogar manchmal die Flanken, wenn sie denn dann kommen, sogar okay. Also da haben wir andere Spieler im Kader, wo die Flanken eine schlimmere Streuung haben. Also Das ich muss würde mal man. sagen, nee, erstmal einen Schritt zurück. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte, ehrlich gesagt. Ich gehe keinen Schritt zurück, ich bleibe da, wo ich bin. Ich finde, er ist von unseren Außenverteidigern und auch von unseren diversen Linksaußenspielern sogar der beste Flankengeber von den linken, links spielenden Spielern. Rechts, Marius Wolf hat eine ganz gute Flankenqualität, dann hört es aber auch schon auf bei uns im Kader. Also ich finde ihn gar nicht so schlecht als Mensch, der dazu da ist, Flanken zu geben. Ich finde halt, er wird auf der falschen Position eingesetzt. Finde ich schon länger. Hast du die Vorbereitungsspiele unter hier Markus Gisdol gesehen, diese Saison? Da hat er mal in dem Spiel, das war auch schon ein Vorbereitungsspiel gegen Bochum, wie jetzt ja schon wieder in der Länderspielpause, da hat er linken Wingback gespielt in der Fünferkette. Da war der halt echt nicht schlecht, weil der war da einfach 10 Meter weiter vorne oder 20 Meter weiter vorne. Konnte deswegen auch mal eine Flanke anbringen, ohne über das ganze Feld rennen zu müssen. Und hatte noch einen linken Innenverteidiger, der ihm den Rücken so ein bisschen freigehalten hat. Zusammen mit einem linken Mittelfeldspieler. Das hat er gut gemacht. Also besser als diverse andere Leute, die bei uns schon mal linker Wingback gespielt haben. Das finde ich gar nicht so schlecht. Und ich finde, er hatte eine ganz gute Phase in dieser gerade von dir erwähnten ersten Saison unter Stefan Rutenbeck. Da hatten wir auch mal ganz kurz die Dreierkette ausgepackt. Und das war die Zeit, wo die alle verletzt waren, wo quasi das Ja, letzte das Aufgebot stimmt. gespielt hat. Da hat Jannes Horn als linker Innenverteidiger einer Dreierkette gespielt. Das war solide, das war gut, also okay gut. Gemessen an der Saison damals sogar gut, weil da war ja alles schlecht in der Saison. Ich finde, du kannst auch einen Spieler kaum an dieser Saison messen. Du Das kommst stimmt, nach ja. Köln, Europapokalteilnehmer, Riesen-Euphorie, aber die Mannschaft ist ein totaler Trümmerhaufen. Dein bester Spieler ist weg. Die Neuen zünden überhaupt nicht. Du hast diesen Malus der 7 Millionen über deinem Kopf schweben. Dein Sportdirektor ist mit deinem Trainer vollkommen verkracht, weil da Dinge passiert sind im Urlaub und so. Da wurde geschnackselt. Ja, Sagen wir es, wie es genau. ist. Sagen wir, wie es ist. Die Fans träumen alle von Europa und keine Sau redet über die Bundesliga, wo gerade Abstiegskampf herrscht, weil alle von London und Belgrad träumen. Ist auch für einen jungen Mann nicht einfach, darin reinzukommen in so eine Situation. Ja, das, ja, ich glaube auch, dass wir sind nicht abgestiegen, weil Jannes Horn im Kader war. Nö, Das der muss hätte man ja auch bis Ende auch nicht mehr offen und ehrlich gespielt sagen. dann, ne? Also, Also und das, der zu. genau, also das stimmt schon, da ist natürlich was Wahres dran. Und ja, das war halt aber einfach so, wo du dir immer so gedacht hast, so, okay, das ist jetzt nicht so der Riesenhit, aber das stimmt, man muss ihn jetzt nicht zum Sündenbock dafür machen. Nee, ich finde halt, er hat eine große Schwäche in seinem Spiel. Er hat eine sehr schwache Positionsfindung. Also Raum abdecken, auch so dieses intuitive Gespür, wo ein Gegenspieler ist, hat er schwerlich. Deswegen laufen ihm gerne auch mal Gegenspieler so halb im Rücken weg, so in seinem toten Winkel. Vielleicht war er deshalb auch so gut in diesen beiden Dreierketten, als Wingback und als linker Innenverteidiger, weil du da weniger Raum jeweils abdecken musst als alleine als Linksverteidiger. Was ja auch eine sehr anspruchsvolle Position ist, Linksverteidiger in einem deutschen Profifußballteam oder in irgendeinem europäischen Profifußballteam, weil du da eben sehr, sehr viele Aufgaben hast. Ne? Du musst hinten den Laden dicht halten, du musst nach vorne deinen offensiven Mann da unterstützen, selber am besten bis zur Grundlinie auch mal vorstoßen und Flanken bringen, dann schnell wieder hinten sein und so weiter und so fort. Ist sehr anspruchsvoll. Ja, und das ist ja vielleicht nicht ganz dem gewachsen, gerade wenn wir ihn vergleichen werden, gleich mit Noah Katterbach. Trotzdem glaube ich, das ist ein Spieler, der kann uns helfen. Gerade wenn mal ein Trainer kommen sollte oder wenn ihr das hört, vielleicht schon da ist, der ein bisschen mehr Wert auf taktische Flexibilität legt und auch mal sowas wie eine Vierer-Fünfer-Kette im Spiel, im laufenden Spiel wechselt. Und zwar nicht, weil das andere nicht geklappt hat, sondern um damit den Gegner im Spiel mal ein bisschen auszucoachen. Und dann ist vielleicht so ein Spieler, der verschiedene Positionen bekleiden kann, relativ viel wert. Das ist natürlich wirklich so, ja. Und wie gesagt, in dieser Wingback-Position finde ich ihn sogar besser als Katterbach, auf den wir jetzt gerne mal zu sprechen kommen können. Unseren, ich glaube, er ist sogar Fritz-Walter-Medaillengewinner, ne? Wenn ich mich Ja, recht klar. erinnere. Genau wie Salih Özcan. Also haben wir ein paar von.
Ja, Katterbach für mich damals in der guten Phase, in der letzten Saison, vor dem Corona-Break, somit die Entdeckung der Saison eigentlich, ne, kann man schon sagen. Ja, das stimmt, war er auch. Hat sich da wirklich hervorragend entwickelt und war so der neue heiße Scheiß. Ja, aber auch zu Recht. Das war nicht jetzt so dieser typische Köln-Hype um irgendwelche so Halbblinden unter den Ganzblinden. Der hat echt was drauf, der Junge. Ne? Wenn du siehst, ja, wie der den Ball behandelt und wie der so mit so einem kleinen Popo-Wackler auch mal einen Gegner aussteigen lassen konnte in der Phase damals, war schon gut. Also waren auch Situationen, die ich lange nicht mehr gesehen habe hier in Köln. Plus, der ist relativ beidfüßig, also zumindest was das Dribbeln und die Ballbehandlung angeht, vielleicht nicht in der Schusstechnik. Da siehst du schon, dass der aus einem dieser modernen Nachwuchsleistungszentren jetzt kommt, wo mehr Wert auf sowas gelegt wird. Aber also, ich sag mal so, wenn der es irgendwie schafft, dieses Versprechen, was er gerade ist, einzulösen, wird er schon ein sehr guter Spieler werden. Ja, das denke ich auch. Also, wie gesagt, ich halt ihn immer noch für einen, also der ist ja auch gerade mal 19, also ne, ja. Ich meine, da muss man auch einfach mal so den jungen Spielern einfach mal eine schwache Phase einfach mal zugestehen und es ist auch vielleicht ganz normal, dass das mal passiert. Das hast du, glaube ich, immer dann als Jugendspieler, wenn du Zeit hast, nachzudenken. Weißt du, am Anfang wirst du von dieser Euphorie und dem Hype getragen, genau, da ist alles noch so intuitiv und du musst gar nicht viel denken und alles läuft von alleine. Dann kam eben dieser Corona-Break, ne, wo dann alle ins Homeoffice mussten, die Spieler zu Hause rumsaßen, nicht raus konnten und auch häuslich trainiert haben und so. Da hast du viel, viel Zeit nachzudenken. Und das ist, glaube ich, für junge Leute immer schlecht. Siehst du ja nicht nur bei ihm, sondern jetzt schon mal kleiner Vorausblick, auch bei Iso Jakobs. Das hast du davor, vor zwei Saisons oder drei Saisons, bei Lukas Klünter gesehen, als der mal Zeit hatte nachzudenken, wurde er auch automatisch schlechter. Ist, glaube ich, so ein Phänomen, ne, wo du die erste Wand der Karriere quasi rammst und dich dann wieder neu aufbauen musst. Ja. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, bei Noah Katterbach habe ich immer die Hoffnung, dass ich das noch, also ich sehe sehr, sehr viel in ihm und wenn der das schafft, das auf die Beine zu bekommen, würde mich das sehr, sehr freuen, weil, wie gesagt, ich finde, wenn man so Eigengewächse dann auch noch weiter aufbaut, ist das immer eine coole Sache. Der hat auf jeden Fall alle fußballerischen Anlagen, das kann man ihm nicht absprechen. Was natürlich so ein bisschen fehlt, auch im Vergleich mit Jannes Horn, ist so die Endgeschwindigkeit. Ne? Da hast du ja, für einen 19-Jährigen ist er vielleicht nicht die Topspitze. Ich weiß nicht, ob du noch ein bisschen was rausholen kannst mit Training in dem Alter, wenn du die Muskulatur ein bisschen gezielt trainierst und so Schnellkraft und so ein Kram, ob das in dem Alter noch was bringt oder ob der schon quasi ausgewachsen ist jetzt, keine Ahnung. Da bin ich zu wenig Athletiktrainer für. Aber ja, ich glaube, der hat schon genug Potenzial, ja, um es in einer guten Bundesliga-Mannschaft zum Stammspieler zu bringen. Das denke ich auch. Ich meine, nicht ohne Grund haben andere Vereine letztes Jahr versucht, schon ihn zu verpflichten. Das ist ein Verein hier aus dem Ruhrgebiet, nämlich der FC Schalke 04 hat versucht, als Noah Katterbach gerade so seine erste richtig gute Phase hatte, und er ja, glaube ich, nur noch den Vertrag bis Ende bis Ende des Jahres hatte. Da haben wir zwischenzugrätschen, aber da hat der FC es ja Gott sei Dank geschafft, jetzt langfristig mit Noah Katterbach zu verlängern. Ich meine, ich glaube, rückblickend wird Noah Katterbach sehr, sehr froh sein, nicht nach Schalke gegangen zu sein. Das denke ich. Falls er es jemals vorhatte, keine Ahnung. Das stimmt. Aber gut, der kommt ja aus Simmerath, das ist ja eher FC-Einzugsgebiet als jetzt Schalke-Einzugsgebiet, sage ich mal. Das ist richtig. Da hast du ja eine gewisse Affinität, plus der Verein, der dich ausbildet, da bist du ja meistens doch dann gewillt, auch mal zu bleiben, wenn jetzt ein gleich starker Verein anklopft. Ja. Wenn er jetzt Barcelona kommt, dann sagt er auch, okay, tschö. Ne? Ja, klar. Aber also man muss ja auch dazu sagen, der ist, man muss ja sagen, Noah Katterbach ist seit 2008 beim 1. FC Köln. Ja, länger als und ich. Der Junge ist 2001er Jahrgang. Ist krass, wie jung die sind, ne? 2001er Jahrgang. Der ist mit 7 zum FC gekommen und jetzt mittlerweile seit 12 Jahren hier. Und soweit ich mich erinnern kann, ist es ja, glaube ich, auch so, dass seine Mutter irgendwie ihn immer irgendwie zum Training gefahren hat und so einen Bus hatten, dass er in diesem Bus da irgendwie seine Hausaufgaben machen konnte und irgendwie auch noch, ich glaube, auch noch weiterhin engagiert im Nachwuchs ist. Also ich finde auch, dass Noah Katterbach auf mich immer einen sehr gesetzten Eindruck macht. Also
nicht so, also klar, wenn da muss man bei Instagram immer manchmal vielleicht ein bisschen weggucken, aber ich finde, das ist Ach, ich finde selbst sein Instagram-Profil relativ low-key jetzt für einen Bundesligaspieler. Da finde ich das von Jakobs viel schlimmer. ja, Das genau. sind eigentlich nur Bilder von ihm und seiner Freundin. Und sagen wir mal ehrlich, mit 19 vielleicht die erste Freundin bei ihm oder keine Ahnung, ob sie erst ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber da haben wir alle ja uns ein bisschen damals gefreut, die der Welt zu zeigen, oder? War das bei uns auch so. Ja, klar. Ist doch einfach so. Also da kann man ihm, glaube ich, keinen Vorwurf machen. Und der postet zum Beispiel keine Partybilder, keine irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie Influencer-Scheiße, sondern nur so Trainingsbilder mit so Standardsprüchen, so hier, come on, Boys. Nächstes Spiel ist das schwerste Spiel, Comeback Stronger, so eine Kacke halt, aber ja, das ist alles okay. Das ist im Fußballbusiness vollkommen normal. Da würde ich ihm, glaube ich, keinen Vorwurf draus machen. Das stimmt. Ja, guter Junge, wir hoffen das Beste für ihn, ne? Ja, auf jeden Fall. Das würde uns, glaube ich, alle freuen, wenn er langfristig da auf der Linksverteidigerposition sich festspielen würde und ja, auch bei uns bleiben würde. Das ist ja auch mal ganz wichtig. Ja, sehr gerne. Könnte ja so ein bisschen der neue Jonas Hector werden Genau, quasi. ja. Ich kann mir sogar auch vorstellen, dass Katterbach jemand ist, der irgendwann auch den Wechsel ins Mittelfeld machen wird. So Kimmich-Style, wenn er körperlich ein bisschen aufgeholt hat. Der ist noch ein bisschen zu leicht auf der Brust, glaube ich, für Bundesliga-Mittelfeld. Kann mir gut vorstellen. Also der würde von so einem Salif Sané oder so einfach halt abgekocht werden. Aber langfristig kann ich mir vorstellen, dass der vielleicht auch diesen Hector-Wandel mitmacht. Ja, das könnte ich mir auch vorstellen, ja. Wobei natürlich auch jeder Verein gute Linksverteidiger braucht. Naja, wir haben zwei Linksverteidiger, beide haben wir heute besprochen. Das muss für heute gewesen sein. Morgen dann Türchen 4. Seid gespannt. Kleiner Spoiler, ich glaube, es sind wieder zwei Spieler morgen. Also es gibt wieder doppelte Dosis Adventskalender von Trotzdem hier morgen. Hört wieder rein, schaltet ein, bleibt uns gewogen. Macht Idiot. Tschüss. Bis morgen. Hamburg und Hattingen rufen, Frankfurt am Main und Kopenhagen. Wir haben heute wieder zwei Spieler hinter Türchen Nummer 4. Es ist einmal der Spieler mit der Nummer 4 und der Spieler mit der Nummer 4 in unser aller kollektiver Erinnerung an bessere Zeiten. Wir reden heute über Robert Woloda und Frederik Freddy Sørensen. Wen von beiden möchtest du denn gerne zuerst uns dir mal anschauen, Marco? Oh, das darfst du jetzt entscheiden, das ist mir relativ egal, hätte ich jetzt Okay, fast dann gesagt. erzähle ich dir jetzt eine Geschichte, die mich mit Frederik Sørensen über 10 Ecken verbindet, wenn auch nur sehr abstrakt. Damals, als ich meine allererste Klasse abgeben musste, die Leute wissen ja inzwischen, ich bin Lehrer in Hamburg und musste meine Klasse dann irgendwann nach 4 tollen Jahren miteinander abgeben, weil die in die Oberstufe gewechselt sind. Da haben die mir ein FC-Trikot zum Abschied geschenkt. Und da diese Kinder leider alle keine Ahnung von Fußball haben und wenn überhaupt nur den HSV kennen, haben sie gedacht, ach, wir hatten jetzt 4 Jahre hier den Dennis als Klassenlehrer, machen wir mal eine 4 hinten drauf. Also habe ich dann halt ein Trikot mit der 4 hinten drauf und halt meinem eigenen Nachnamen. Ach so. Ja, also nicht Sørensen, das wäre ein bisschen absurd geworden. Mein Nachname halt und die 4. Und immer wenn ich dieses Scheiß-Trikot im Stadion anhatte, kommt irgendein Depp und macht einen bescheuerten Frederik Sørensen-Witz mit mir. Immer. Sag mal, hast du dich beim Trikot kaufen vielleicht verguckt? Frederik Sørensen? Es war halt in der Phase, wo es nicht so gut lief bei ihm, ne? Also in der Phase, wo er. In der Rechtsverteidigerphase. Ja, oder in der Phase, wo er gar nicht mehr gespielt hat, irgendwann, ne? Bei Markus Anfang oder so. Ne? Also das war. Ja, die haben es ja lieb gemeint, die Kinder. Ich habe das Trikot irgendwann nicht mehr ins Stadion angezogen, sondern habe weiterhin mein Lukas Podolski Nummer 10 Trikot getragen. Es hat mir deutlich weniger Diskussionen eingebracht. Verständlich, Das Trikot hängt verständlich. heute übrigens, kein Witz, eingerahmt über meiner Toilette. Naja, liebe Grüße, falls irgendwer von euch hier zuhört, liebe ehemalige 10B. Ich vermisse euch. So, jetzt aber zu Freddy Sørensen. Irgendwie so ein Spieler, wo du seine Karriere am Trainer festmachen kannst, oder? Hat unter Stöger doch eigentlich immer funktioniert, wie so ein skandinavisches Uhrwerk. Kaum ist Stöger weg, ist da irgendwie bei dem auch der Stöpsel gezogen, oder? Ich glaube, ihm hat dieser Move auf die Rechtsverteidigerposition nicht geholfen. Und
war ja nachher irgendwie auch gefühlt so dieser das Synonym für den Untergang bei uns, obwohl er meiner Meinung nach dafür nicht jetzt hauptschuldig war. Ganz im Gegenteil, eher tendenziell einer derer, die nicht unbedingt schuld an der Misere waren bei uns. Und tat mir immer so ein bisschen leid, weil auch unter Anfang der hat ja noch nicht mal eine Chance bekommen. Und ich sag mal, als Innenverteidiger in der zweiten Liga hätte ich es mir durchaus vorstellen können. Aber da hatten wir ja andere Kaliber verpflichtet. Und hat dann, ich sag mal, den Weg über die Ausleihe versucht. Und ist jetzt wieder bei uns und ist ja unser Aushilfsstürmer. Ja. Ich warte drauf, dass der von Anfang an Stürmer spielt. Also, da tut man ihm ja auch keinen Gefallen mit. Also, ich glaube jetzt nicht, dass Frederik Sorensen sagt: Mensch, hier Trainer. Komm, hau mich rein, ab in den Sturm, lass ich mich möchte das Kevin machen. McKenna's ich Torrekord einstellen. Ja, genau, also ich meine, damit tut man ihm sicherlich auch keinen Gefallen. Nee, vor allem, was ich nicht verstehe, ist, warum wechselst du immer Frederik als Stürmer ein? Für mich wäre doch intuitiver, Bornau nach vorne zu ziehen und Sörensen hinten reinzustellen, weil Bornau war doch der mit den 6 Toren letztes Jahr und nicht Sörensen. Also, ja gut, aber Bornau sind ja, ich sag mal, das sind ja alle Standardtore gewesen. Ne? Also ja, Ecke, Freistoß. Was macht denn Sörensen für Tore? Der wird da auch nicht den Gegner umdribbeln. Ja, das ist richtig. Das ist, ich weiß auch nicht, was das immer sein soll. Aber, hat der überhaupt schon mal ein Tor als Stürmer, also in der Stürmerrolle für uns geschossen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Nee. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass jemals ein Joker-Tor von Frederik Sörensen gesehen habe. Stell dir mal vor, am letzten Spieltag brauchst du unbedingt irgendwie ein Tor und dann spielen im Sturm Anderson, Tolu und Frederik Sörensen. Ja. Boah. Dreimal der IKEA-Pax-Kleiderschrank. Ist schon für so einen Gegner, glaube ich, herausfordernd, wenn er drei Kleiderschränke spielt. Ja, das ist richtig, aber du musst ja auch den Ball verwerten, ne? Also, das wird ein stupides Köpfen aufs Tor wahrscheinlich. Flanke, Kopfball, Flanke, Kopfball, Flanke, Kopfball. Sehe ich aber auch, also da sehe ich keine Flanken für. Nö, da fehlt der Flankengeber für wahrscheinlich. Genau, also, ja. Wahrscheinlich beenden wir nur dafür die Leihe von Marcel Risse, damit er zurückkommen kann. Bestimmt. Ja, aber ich finde es eigentlich, ja, Sörensen ist für mich auch so ein Spieler, den wir runtergewirtschaftet haben. Ja. Ich bin überzeugt, wenn der damals zu irgendeinem seriöseren Verein als im ersten FC Köln gewechselt wäre, wäre das heute auch ein gestandener Spieler. Eine italienische Ausbildung, skandinavische Gene sozusagen, also groß gewachsen, kräftig gebaut, meine ich damit. Klar, ein bisschen hüftsteif und so. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass der, wenn er jetzt sein Lebtag lang bei FC Genua gespielt hätte oder so, dass er da ein ganz normaler, gestandener Spieler wäre, wo alle sagen, ja, gute Zweikampfquote, gewinnt hinten halt die Dinger, hält den Kasten sauber, macht nicht die großen Dinger, dreht nicht die großen Räder und so, aber solider Spieler. Und bei uns halt, komm Freddy, spiel mal Rechtsverteidiger, ach nee, bist kacke, doch nicht. Spiel mal gar nicht mehr, wirst verliehen, kommst du wieder, wird Hoffnung gemacht, spielst aber auch nicht mehr dahinterher. Ein schlechtes Spiel, bist du ja ganz raus. Also dem haben wir schon, finde ich persönlich, übel mitgespielt, ehrlich gesagt. Verschiedene Trainer, natürlich nicht mit irgendeinem Vorsatz, aber insgesamt haben wir seine Karriere schon in den Sand gefahren. Ja, es wird halt nicht besser, ne? Und ich weiß halt nicht, ich verstehe auch nicht, wieso man ihn nicht auch mal in der Innenverteidigung wieder ausprobiert. Weil, ich sage mal, unsere Innenverteidigung ist eins, nur aktuell nicht sattelfest. Also weder Meret noch Tschichos noch Bornau sind aktuell in der Lage, das zu zeigen, was sie zeigen könnten. Und dann frage ich mich, ja, warum bringst du nicht so einen Sörensen mal? Ja, ich glaube, er ist in der internen Hierarchie maximal Nummer 4. Also ich würde mal tippen, wenn Meret, Tsichos und Bornau fit sind, spielt Sörensen nicht mehr auf der Bank eine Rolle. Ich kann mir sogar vorstellen, wenn zwei von den dreien ausfallen sollten, dass vielleicht sogar eher ein Sasa Čestić, ich kann diesen Namen nie aussprechen, spielen wird vor Freddy Sörensen. Ja. Sabatis, ja, aber dann, also, ja gut, vielleicht gab es auch keine Angebote, das weiß man, das ist ja auch nicht, der aber Marktwert ist halt nicht so hoch, ne?
Hätte vielleicht bei, wo war der Grasshoppers, ne? War der ausgeliehen hin? Ja, Grasshopper Zürich, also auf jeden Fall in der Schweiz. Hätte vielleicht da bleiben können. Vielleicht hätten die das gesagt, aber ich denke, wir wollen auch ein bisschen Geld für den sehen. Und da hätte es dann wahrscheinlich in dem Corona-Sommer dran gehapert. Ja, tut mir für ihn sehr, sehr leid, weil ich finde, grundsätzlich ist das jetzt kein verkehrter Spieler. Nee. Aber Unsympathischer Mann. das haben wir nicht gut hingekriegt, das muss man offen und ehrlich sagen. Ja. Italienische Modelfreundin finde ich auch sehr sympathisch. Ja, also gibt es jetzt Schlimmeres, Schaut ne? man ihm gar nicht so zu, ne? Der sieht ja so ein bisschen bodenständig aus. Aber hat natürlich auch so ein Wag. So ein italienisches Wag. Wife and Girlfriend. Nie vergessen, Fredrik Sörensen stand damals in der Elf, die den FSV Mainz 2:0 besiegt hat am 34. Spieltag der legendären Europapokalsaison. Stimmt. Und hat sogar die beste Kickernote aller Defensivspieler bekommen. Wahnsinn. Okay, Dominik Heinz hat nur 1,5, also war noch ein bisschen besser. Sörensen 2:0. Ja, schade. Also Schade. echt. Ja, also wie gesagt, aktuell könnte ich aufgrund der Tatsache, dass alle drei da jetzt nicht die Sterne vom Himmel spielen, könnte ich mir sogar vorstellen, ihn zu bringen. Ja, hat übrigens 2 Tore in 84 Bundesligaspielen geschossen, aber ich glaube keinen davon in der Stürmerrolle, sondern immer nur als Innenverteidiger, der halt vorne mit war, bei Ecken oder so. Ja, auch erst 28, ne? Hat auch noch 6 gute Jahre vor sich oder so als Innenverteidiger. Ich sag mal so, entweder jetzt spielen lassen oder du hast den Marktwert halt komplett verbrannt. Ja, wir sind ja in 1. FC Köln, das haben wir ja drauf. Ja, ich meine, der hat eh noch Vertrag bis 21, also für den siehst du eh kein Geld mehr, wenn du nicht verlängerst jetzt, was wir nicht tun werden. Also das heißt, der wird uns im Sommer so oder so verlassen. Natürlich dann eben ohne Ablöse. Gut. Ja, schade, wie gesagt. Ich glaube, wir haben dargestellt, dass wir ihn beide schätzen, aber ja, dass der irgendwie auch einen totalen Karriereknick hingelegt hat. Das kann man nicht anders sagen, ja, das stimmt. Ja, wenn er noch nicht mal eine Karriere hingelegt hat, weil er noch sehr jung ist und noch viel, viel Zeit hat, das zu tun, ist Robert Woloda. Ist dir der Mann schon mal irgendwie aufgefallen? Ich weiß gar nicht, es waren ein paar Spiele in der Vorbereitung, wo er zusammen mit Cestic gespielt hat. Da fand ich das wirklich okay. Also auch da, der Junge ist auch erst 19. Da kann man jetzt nicht erwarten, dass der sofort jetzt uns in der Bundesliga auf ein anderes Level hebt. Ja, also der spielt jetzt aktuell wieder vermehrt in der U23. In der Innenverteidigung Stammspieler, in der Regel über 90, 70, 80 Minuten. Das wird ihm sicherlich gut tun. Spielpraxis ist, glaube ich, für so einen Spieler immer wichtig, ist aber ja auch in jedem Profitraining dabei. Das ist auch für den wichtig, da sich ranzuwanzen. Und vielleicht ist das einer der Spieler, der vielleicht übernächstes Jahr bei uns eine Rolle spielen wird. Mich würde es freuen, kann ich aber nicht wirklich einschätzen. Ja, also ich glaube, er muss körperlich noch sehr viel draufpacken für die Bundesliga. Der wirkt ja noch sehr jugendlich von seinem ganzen Körperbau her, ist meine Meinung. Ich würde sogar fast so weit gehen zu behaupten, dass er von unseren beiden Nachwuchs-Innenverteidiger-Hoffnungen derjenige ist, der es ein bisschen schwerer haben wird, in der Bundesliga Fuß zu fassen. Ich halte Cestic dafür vor ihm stehend. Wenn du ihn mit Katterbach vergleichst, siehst du auch, dass er noch nicht so weit ist, wie Katterbach schon ist, ne? Also auch fußballerisch noch nicht. Also ist schon gut für ihn, dass er noch U21 spielen kann. Da braucht er noch den letzten Schliff, bis er in den Männerbereich vordringen kann. Gut, aber manche sind auch ein bisschen Spätentwickler. Die brauchen vielleicht ein bisschen länger, bis der Körper da noch ein bisschen Schub kriegt und so. Also ja, kann alles kommen. Zukunft gehört ihm. Aber die Zukunft ist halt auch noch die Zukunft, ne? Der ist noch nicht so weit. Ja, das ist richtig. Aber auch da, das erwartet keiner. Keiner Nein, erwartet nein. von dem Jungen, dass er jetzt, ja, ich sag mal, Stammspieler wird oder wen auch Nein, immer. die haben die Völlig. Hoffnung halt so ein bisschen geschürt, weil sie ihm ja den Profivertrag gegeben haben, ihn ja auch, Ja, aber glaube ich, sogar im das. Spiel gegen Bremen dann hinten raus eingewechselt haben bei dem legendären 6:0, 6:1. Also, dass wir so ein bisschen impliziert hat, er könnte jetzt so der nächste Katterbach oder Jakob sein oder Thielmann. Aber ich glaube, soweit ist er halt einfach noch nicht, wie jetzt schon gesagt.
Und wir müssen auch mal intensiv mit ihm über seine Frisurenentscheidungen reden. Ne? Das ist schon abenteuerlich, was sich da oben bei ihm abspielt. Ja. Vor allem diese blonde Phase, die er da hatte zwischendurch mal. Ja, vielleicht ist das, ich meine, ich bin ja jetzt auch nicht mehr ganz in dem Alter. Vielleicht ist das jetzt so der neue heiße Scheiß. Nein, ich habe mit denen beruflich zu tun. Nein, da gibt es auch Menschen mit normaler Frisur. Ich sag mal so, vorsichtig gesagt, hoffentlich gibt es jetzt keinen Shitstorm aus der Blase dort, aber du kannst halt den Jungen aus Frankfurt holen, aber Frankfurt nicht aus dem Jungen holen. Ja, aber vielleicht ist das so, ja. Aber tut uns ja gut, wenn er im Feld auch so ein bisschen Frankfurt wäre. Vielleicht ja, gar nicht verkehrt. Das wäre vielleicht wirklich nicht verkehrt, das stimmt. Das stimmt. So ein bisschen mehr Drecksack würde uns sicher immer aktuell gut zu Gesicht stehen. Aber das ist, weiß ich nicht, der sieht ja schon so ein bisschen braver aus. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Werden wir sehen, wenn er mal das erste Profispiel über 90 Minuten für uns bestreiten sollte. Bis dahin bleiben wir gespannt. Guck mal, wer morgen bei uns im Adventskalender ist. Morgen ist ja der 5. Dezember, das heißt, eine kleine Idee könnt ihr vielleicht schon haben, wer morgen dran ist. Kleiner Tipp, wir bleiben positionsnah sozusagen an Sörensen und Woloda dran. Für heute soll es das gewesen sein. Macht es gut, bleibt gesund. Tschüss. Hamburg und Hattingen rufen Jeddah, wie immer es ausgesprochen werden sollte. Hamburg und Hattingen rufen Saudi-Arabien. Und jetzt geht wahrscheinlich bei sehr vielen Fans das Kopfkino an, sehr vielen Hörern und Hörerinnen. Welchen Spieler haben wir denn aus Saudi-Arabien im Kader? Boah, Skiri? Nee, Nordafrika. Wer könnte das wohl sein? Ja, Raphael Helmut Tschichos. Nein. Ja. Also Raphael Phil Tschichos. Das machen wir jetzt. Machen wir jetzt wie die Ramones, aber jetzt hat einfach jeder Spieler was mit zweiten Namen Phil. Ja, oder Kilian. Phil Kilian. Nein, Raphael Phil Tschichos. Nein, er hat keinen zweiten Namen, er ist einfach Rafa Tschichos. Freunde wie wir dürfen Rafa zu ihm sagen. Ist in Saudi-Arabien. Ich mach einfach mal. Soll sich beschweren. Ja, okay. Ist in Saudi-Arabien geboren, weil die Eltern dort irgendwie ein Job-Offer hatten und deswegen hingezogen waren. Aber schon im Alter von 3 Jahren zurück nach Deutschland gegangen, nach Niedersachsen. Kann sich daher kaum an die wunderbaren Strände vom Roten Meer erinnern. Hat auch nie eine Pilgerfahrt nach Mekka gemacht, was vor der Haustür lag. Sondern ist dann in Niedersachsen aufgewachsen. Hat da den TSV Ottersberg beehrt und ist dann von dort nach Wolfsburg und Erfurt gewechselt. Und dann irgendwann nach Kiel gekommen, wo ihn ein gewisser Markus Anfang betreut hat, demnächst dann als Trainer, der gesagt hat, Mensch, den Rafa, den brauchen wir unbedingt in Köln, der muss mit mir zusammen an den Rhein wechseln. Und so kam der erste FC Köln in den Besitz von einem Rafa Tschichos. Und nun? Jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir den Salat. Oder die Kartoffel, wie mein Sohn sagen würde. Ich muss ja sagen, also es ist jetzt, glaube ich, kein Geheimnis zu sagen, dass er nicht der beste Innenverteidiger der Bundesliga ist. Ich glaube, da tue ich ihm nicht Unrecht, wenn ich das behaupte. Ich möchte auch behaupten, er ist nicht in der Top 10 der Innenverteidiger der Bundesliga. Ich möchte auch behaupten, er ist nicht in der Top 25. Vielleicht nicht mal Top 50. Vielleicht reicht es gerade mal so für die Top 60, wenn wir davon ausgehen, dass 34 mal 2 Innenverteidiger existieren in der Bundesliga. Wenn wir jedem Bundesligisten 4 Innenverteidiger zusprechen. Ich finde ihn als Typen sehr sympathisch. Also ich finde, er ist sehr klar in seiner Ansprache nach den Spielen. Er stellt sich nach den Spielen, auch nach Spielen, in denen er Fehler gemacht hat. Ist nicht jemand, der sagt, dass er selber Fehler gemacht hat. Er sagt dann immer, die Mannschaft hat Fehler gemacht. Schließt ihn zwar auch so ein bisschen mit ein, aber er könnte ja auch mal sagen, ich habe beim Gegentor gepatzt. Wie zum Beispiel damals vor 2 Wochen gegen Union, wo er beide Tore mitverschuldet hat. Ne, sowohl den verpatzten Pass vor dem Elfmeter, den er Max Kruse im Nachschuss verwandelt hat, als auch dieses verlorene Zweikampfduell gegen, wer ist der Mensch? Avonigi? Avonigi. Ja, der von Liverpool halt. Genau. Ja,
Es wurde ja viel diskutiert, ob er dann rausgenommen werden sollte. Ich finde ihn so als Typen für die Mannschaft sogar ganz gut, weil der Mannschaft fehlen ja Typen. Da finde ich Tsichos einen der wenigen, wo man sagt, der hat zumindest so Leader-Qualitäten. Der war ja in Kiel auch Kapitän und ich glaube, der ist bei uns auch im Mannschaftsrat, wenn ich mich nicht vertue. Oder? Hör ich gerade? Weiß ich nicht. Ich glaube ja. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Haben für diese Saison. Ich bin mir auch nicht egal. Ich glaube schon, weil in der Mangelung anderer Spieler wahrscheinlich. Ja, aber sein, ja. Was machen wir denn fußballerisch mit ihm? Also ich auch da, das ist halt das Problem, dass, also ich glaube, wenn er nicht von Markus Anfang geholt worden wäre, wäre ich da vielleicht auch nicht so kritisch. Also der hatte immer diesen Markus Anfang-Malus. Und das ist jetzt nichts, was mich vom Hocker haut, spielerisch, aber er ist jetzt auch nicht der allerschlechteste Innenverteidiger, den wir jemals hier gesehen haben. Also da haben wir auch schon schlechtere gesehen. Wir haben sehr viele schlechte hier gesehen. Und dementsprechend ich finde, aktuell ist er aber nicht ansatzweise auf dem Niveau, das wir auch schon mal von ihm gesehen haben. Also wie gesagt, ich finde, ich weiß nicht, ich bin aktuell nicht überzeugt von also sowieso, also Innenverteidiger haben es bei uns aktuell gerade sowieso nicht so leicht und irgendwie war er dann so mit Bornau der sich dann irgendwie da festgesetzt hatte, wo man dachte, okay, komm, jetzt haben die beiden sich so eingegroovt und irgendwie scheint es, dass es da aktuell bei beiden eher nicht läuft und deshalb ist es dann natürlich auch schwierig. Ich habe aber auch nicht das Gefühl, dass Markus Gisdol jemand ist, der Mannschaft jetzt großartige Defensivstrategien an die Hand gibt. Der sagt halt, tief stehen, Zweikämpfe gewinnen, alles reinhauen, aber ich glaube nicht, dass der alles reinhauen wirklich, hatten wir alles, schon mal. Alles rein und raushauen, genau. Ich glaube jetzt nicht, dass der denn wirklich irgendwie konkrete Defensivpläne mitgibt, wo du als Innenverteidiger dadurch besser aussiehst. Also das, was Peter Stöger halt bis zur Perfektion mit denen geübt hat, dass die alle sich so verschoben haben, dass du da wie so ein Spinnennetz geflochten hast, wo am Ende halt nur noch dann Fredrik Sørensen oder Dominik Heinz dann den langen Schädel da reinhalten mussten oder das lange Bein oder so, um da noch einen Angriff zu unterbinden. Ja, ist ein bisschen schade, weil also er hat schon spannende Anlagen. Wenn er jetzt 5 Jahre jünger wäre, würde ich sagen, das ist ein spannender Mann. Weil was der gut macht, was er auch als Einziger wirklich kann, ist dieses Vorwärtsverteidigen bei uns im Kader. Dass der es schafft, einen Spieler anzulaufen, den Ball wegzunehmen und dann idealerweise direkt weiterzuleiten. Das hat er in der guten Phase unter Bayer Lorzer, kannst du dich erinnern, an dieses Spiel in Hoffenheim, was nachher Bayer Lorzer den Job gekostet hat. Ja. Wo stimmt. Wir da das beste Spiel der Saison gemacht haben und dann ganz unglücklich verloren haben mit Elfmeterentscheidungen und hast du nicht gesehen. Ja. Aber wie der da gespielt hat, das war schon gut. Es war leider jetzt nur in einem Spiel und nicht von permanenter Dauer. Aber ich meine, er muss ja auch was haben, dass er bei allen Trainern bis jetzt immer gesetzt gewesen ist. Bei uns. Ja, also ich glaube, er ist in der Verschiedenen solide. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Mhm. Vielleicht reicht das halt dafür aus, erstmal dann bei uns zu spielen. Wie gesagt, ich glaube, da hat sich auch kein anderer wirklich massiv aufgedrängt. Weder ein Sørensen noch ein Meret sind da irgendwie die gewesen, die gezeigt haben, so pass auf, Tsichos, egal was du jetzt machst, wir machen jetzt deinen Job. Also dann ist es natürlich dann auch vielleicht so, dass der Trainer dann einfach auch keine andere Wahl hat, als ihn spielen zu lassen, weil, wie gesagt, bis auf Bornau habe ich dann da keinen gesehen, der seinen Hut nachweislich in den Ring geworfen hat mit Werf. Das nicht, aber du hättest ja im Sommer sagen können, statt 3 Flügelspieler zu holen, könnten wir auch mal einen Innenverteidiger holen, weil wir wissen, dass es mit Tsichos vielleicht nicht passt oder nicht auf Dauer reichen wird. Ne, da hat zum Beispiel so ein FC Augsburg hat da schon spannendere Innenverteidiger hinten drin stehen, als wir jetzt. Schade. Da wurde für mich in der Kaderpolitik auch ein bisschen übersehen, dass das eine Schwachstelle sein wird, die Innenverteidigung. Wenn wir irgendeinen Spieler hätten, der sowohl die 6 spielen könnte, als auch den Innenverteidiger,
wäre mir da schon deutlich wohler, ehrlich gesagt. Ja, das, da gebe ich dir völlig recht. Aber ich glaube, dafür hatten wir zu viele Baustellen und ich glaube, eine musstest du halt offen lassen und dann hast du gesagt, okay, du hast Jan Meri, der könnte eventuell auch. Dann hast du einen Bornau, der letztes Jahr meiner Meinung nach einer der beiden Top-Spieler der Saison war, Cordoba und Bornau. Und dann hast du gesagt, okay, einer wird schon diesen zweiten Job schaffen. Ja, aber ein zweiter Linksfuß wäre schon gut im Kader als Innenverteidiger, ne? Ja. Damit du nicht immer Zichos spielen lassen musst. Das ist natürlich auch was Wahres dran, ja. Das ist ja das Problem. Der spielt ja auch deshalb, weil er halt der einzige Linksfüßer da hinten drin ist. Das darf man auch nicht vergessen. Also, ja, das ist für mich schon ein Versäumnis. Bevor ich halt Limnios und Wolf in der gleichen Transferperiode hole, hätte ich ja doch eher versucht, meine fragile Abwehr da hinten ein bisschen dichter zu kriegen. Gut, vielleicht sagt man ja, wir wollen einfach den Weg nicht versperren für Voloda oder Čestić, dass die jetzt den nächsten Sprung vielleicht machen in nächster Zeit und dann Konkurrenz werden können. Ich fürchte nur fast, die sind bei ja noch nicht so weit, hier Soforthilfen zu sein. Nee. Ja, und so Sachen können uns dann leider den Klassenerhalt unterm Strich kosten. Ja, das wird so sein. Also ich glaube, das könnte nicht, sondern das wird so sein. Ja, wobei nochmal, ich will das wirklich nicht an der Person Rafael Čichos festmachen. Ich glaube halt echt, der wird von seinem Trainer im Stich gelassen, weil er keine Defensivmuster mit denen einarbeitet. Ja, also wie gesagt, dafür bin ich halt nicht am Trainingsplatz. Auch nicht, aber ich sehe jetzt halt seit 18 Monaten keine. Ja, das war es dran, ja. Wie lange der da ist, ein Jahr ist der da, glaube ich, ne, Gistol, seit 12 Monaten. Ja, ich sehe da zwei Wunder, keine Defensivmuster. Wenn es gut läuft, dann ja auch nicht wegen der Defensive. Also, wir haben ja Spiele auch damals schon nicht in der Defensive gewonnen, als wir den großen Lauf hatten. Gegen Frankfurt war ja auch mal 2-0 hinten, bevor du aufgeholt hast. Ne? Und wenn du denkst, welche Chancen da Wolfsburg verballert hat, bevor wir gegen die gewonnen haben, war auch kein Defensivmeisterwerk. Also, Gistol ist halt eher so ein Spieler, ein Trainer fürs Umschalten und nicht jetzt Stöger-like da hinten den Laden dicht zu kriegen. Ja, das ist. Ich wette sogar, unter Stöger wäre Rafa Čichos nochmal ein anderer Spieler. Ja, das kann durchaus sein. Also, ich meine, du hast ja immer Spieler, die unter anderen Trainern mit anderen Spielsystemen, mit einer anderen Philosophie besser klarkommen. Das kann durchaus sein, ja. Das kann ich mir vorstellen, ja. Ja, aber wie gesagt, ich finde seine Biografie sehr spannend. Ich mag ihn als Typen. Ich denke halt nur, für Bundesliga wird's eng. Ja, also ich finde ihn so auch nicht verkehrt, wie gesagt, was du schon angesprochen hast, mir ist da manchmal zu wenig, also er sagt dann immer, ja, die Mannschaft muss das besser verteidigen, aber manchmal sind es einfach Fehler, die auch maßgeblich er mit verschuldet hat und da wäre mir so ein bisschen Demut manchmal lieber, aber naja gut. Hast du aber immer nicht auch das Gefühl, also vielleicht geht das der wie mir, wir haben ja damals in der Folge von Timo Horn gesagt, dass Timo Horn nach seiner Verletzung in der Gladbach-Gewinner-Derby-Saison nicht mehr der Alte war. Das finde ich bei Čichos seit dieser schweren Halswirbelgeschichte bei ihm auch ein bisschen. Ich fand, der war besser vor dieser schweren Verletzung. Ja. Vielleicht hemmt das. Also vielleicht ist das einfach, ich meine, der Kopf spielt ja auch irgendwann mit. Richtig. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn du so eine schwere Verletzung hast und das war ja wirklich spitz auf Knopf, also das hätte ja ganz böse ausgehen können, dass du da vielleicht dann noch einfach anders nochmal in Zweikämpfe gehst und vielleicht nicht willentlich mit weniger Schmackes da reingehst, sondern einfach, weil du einfach Angst hast. Also vielleicht auch einfach im Unterbewusstsein. Unterbewusst, ja. Genau. Ne? Und das kann ich mir durchaus vorstellen. Das wäre jetzt auch nur menschlich. Ja, total. Also ich glaube, ich hätte nicht mehr Fußball gespielt, wenn ich ganz knapp der Querschnittslähmung entkommen wäre, für kein Geld der Welt. Aber ich glaube, da können wir wirklich alle beim nächsten Dombesuch eine Kerze anzünden, dass der überhaupt heute noch laufen kann nach dieser sehr unglücklichen Geschichte damals. Das ist richtig. Gegen Hertha war das, ne? Ja, gegen Hertha. Ja. Ja, also allein gesundheitlich alles Gute, Rafa Čichos, und ja, mal gucken, wo die Reise hingeht. Ja, gut, wir reisen jetzt zusammen ans Rote Meer nach Saudi-Arabien, verbringen da unsere Weihnachtsferien,
Und dann sind wir morgen wieder zurück hier im Podcast-Studio, um mal zu gucken, wen der Nikolaus in seinem Stiefel vor der Tür hat. Oder ist das etwa Knecht Ruprecht? Wir werden es morgen erfahren, liebe Hörerinnen und Hörer. Seid wir dabei. Schaltet ein. Bis morgen. Tschö. Tschö, tschö. Hamburg und Hattingen rufen Köln. Es ist der 6. Dezember, das 6. Türchen. Und jemand ist da, der selten kommt. Er ist ganz selten da, manchmal auch nur einmal im Jahr. Er hat einen zotteligen Bart. Keiner weiß so genau, wo er wohnt. Aber er ist beliebt bei Jung und Alt. Wir reden natürlich von Marco Höger. Ja, passend, dass der junge Mann mit seiner wunderschönen Bartmode die 6 auf dem Rücken hat und deswegen an Nikolaus hier bei uns vorstellig werden darf. Ja, passt. Passt wie gemalt. Wie als ob der sich das für uns überlegt hätte. Ja, also ich danke ihm sehr, dass er die Nummer 6 hinten hat und dass er geboren wurde. Marco Höger, nie vergessen, Marco Höger hat Champions League gespielt und Marco Höger hat gegen Mailand gewonnen in der Champions League. Das ist richtig. Aber leider nicht für uns. Leider nicht für uns, aber damit hat er trotzdem mehr erreicht, als wir alle jemals erreichen werden. Und er hat für uns die Europa League auf dem Platz gestanden, in der Europa League. Stimmt, ja, stimmt. Ich würde sogar fast sagen, er hat dazu beigetragen, dass wir selbige erreicht haben. Ja, er hat mich dazu beigetragen. Das ist so, ja. Kann man also, ihn nicht absprechen, ne? Ist, wie alle anderen, die in dem Jahr gespielt haben, hat er dazu beigetragen, ich sag mal, größten Triumph seit 25 Jahren beim 1. FC Köln beigetragen. Das muss man dann auch einfach mal so stehen lassen im Raum, ja. Genau. Im entscheidenden Spiel gegen Mainz saß er auf der Bank nur, muss man sagen, er hat alles dafür getan, dass wir es schaffen. Ja, damals hatten Matze Lehmann und Jonas Hector im defensiven Mittelfeld ihm den Rang abgelaufen. Und wie wir ja wissen, da dank Hectors Tor ja auch durchaus zurecht. Ja, aber was macht man denn mit der Personalie Marco Höger? Ist ja dein Namensvetter, du wurdest nach ihm benannt, zu Ehren. Ja, ehrlicherweise wurde ich wirklich nach einem Fußballer benannt. Ich weiß nicht, Marco ob Bode. Ich das. Nee, Marco van Basten. Okay. Also mein Vater ist weder Holländer, aber fand damals Marco van Basten gut und hat mich dementsprechend nach Marco van Basten benannt. Marco van Robotennis. Okay. Genau, ja. Ja. Tja, Mensch, ich wurde nach nichts und niemandem benannt. Tja. Meine Eltern wollten nur einen Namen, der kurz ist und keine Abkürzung zulässt. Das war ihr einziges Kriterium. Ja, okay. Tja. Ja. Naja, aber jetzt haben wir über alles geredet, außer über Marco Höger. Hat Marco Höger einen peinlichen Zweitnamen? Nee, also zumindest keinen, den wir recherchieren konnten. Und also für mich Marco Kevin Höger, auf jeden Fall safe. Sag mal. Marco Kevin Höger. Oder Marco Jeremy Pascal Höger oder so. Marco Pascal Höger, ja, das klingt super, doch. Ja. Was ich auch geil finde, wäre Maria. Marco Maria Höger. Also Marco, wenn du das hörst, melde dich bei uns. Wir haben Tipps für dich, wie du das dementsprechend vermarkten könntest. Neuen Hipster-Café. Den Marco Maria Höger Café wäre vielleicht was. Also, ja. Ja, ganz ehrlich, was will man zu Marco Höger sagen? Die beste Zeit ist vorbei. Das durch die Tür-Fraktion, ne? Ich glaube halt einfach, dass. Also, ich kann mich daran erinnern, dass als die Spieler alle geblieben sind, wir jetzt da nicht so negativ drüber gesprochen haben. Nein, er war ja auch lange Zeit ein stabilisierender Faktor in dieser Mannschaft. Ja, genau. Aber ich finde einfach, diese Durch-Jetzt-Für-Fraktion ist halt bis auf, ich sag jetzt mal, Jonas Hector und in Abstrichen Timo Horn hat jetzt nicht dazu beigetragen, dass eine positive irgendwie positives Gefühl für hat. Ja, wobei, erinner dich mal an die zweite Halbserie der Aufstiegssaison unter Markus Anfang. Da hat Marco Höger plötzlich jedes Spiel gemacht. Und zwar in der Mitte der Dreierkette hinten. Ja, ja.
Ja, er hat seinen Anteil am Wiederaufstieg. Das kann man ihm nicht abschreiben. Ja, das ist... Ja. Ja, okay. Ja, kann man... Weiß ich nicht. Also ein Spieler der Euphorie entfacht. Oder so. Ja, genau. Also das ist... Das ist halt... Es ist halt auch nicht der schlechteste Spieler, der jemals beim 1. FC Köln gespielt hat. Das ist aber auch kein Spieler, der mich jetzt zu Jubelstürmen irgendwie anhalten lässt. Ist halt der typische Spieler, den du halt auch vielleicht manchmal brauchst. Ich sag mal so, aggressive Leader ist er ja aber auch nicht. Aber trotzdem einer, der auch mal dazwischen gehen kann. Also der in Anführungsstrichen über die Härte kommen kann. Und das würde unserem Team manchmal etwas besser zu Gesicht stehen als das, was wir manchmal auf dem Platz haben. Aber da fehlt es einfach an Schnelligkeit, an allem anderen auch. Ja, es ist schon fast ein bisschen schockierend, wie sehr der abgebaut hat an Schnelligkeit. Ne? Also der ist ja noch nicht uralt, der ist ja erst 31. Ne? Also ich war vor 6 Jahren noch deutlich fitter als heute. Deswegen weiß ich gar nicht, wo der Weg bei ihm dahin gehen soll, dass er so langsam immer wird. Der wird ja gefühlt jede Saison irgendwie 10 Kilometer pro Stunde langsamer. Und ja, aber ich glaube, das ist halt aber auch, ich glaube halt auch, dass das, ich weiß gar nicht, ob es unbedingt die Schnelligkeit bei ihm ist, sondern vielmehr auch dieses Ganze drumherum. Also ich glaube halt einfach, Marco Höger ist halt auch taktisch vielleicht nicht im obersten Regal. Nö, also ich glaube, der ist so ein zuverlässiger Defensivspieler, wenn du ihn in eine defensive Mannschaft schmeißt, die tief steht. Also jetzt in dem Spiel gegen Bremen, wo wir da vor kurzem gespielt haben. Ich meine, da war der verletzt und konnte deswegen nicht eingesetzt werden. Aber das wäre so ein Spiel, wo ich mir auch heute noch einen Marco Höger drin vorstellen kann. So an der Seite von Skiri vielleicht in Abwesenheit von Hector. Weißt du, du stehst ja 30 Meter vom eigenen Tor mit allen drei Ketten. Da kannst du auch Marco Höger hinstellen, wenn er nicht laufen muss. Das ist, glaube ich, okay. Er hat ja auch in der relativ jüngsten Vergangenheit gezeigt, dass der die Mannschaft noch immer stabilisieren kann. Ne? Wenn wir zum Beispiel dann denken, gut, ja, Landesligist, aber Pokal gegen Alt-Lienicke, hat er da hinten für Ruhe gesorgt, als er als Rechtsverteidiger reinkam. Hat dann in der Bundesliga gegen Hoffenheim nicht mehr funktioniert, dieser Move. Da muss ich mir Markus Gisdol mich aber auch fragen, was mich da geritten hat, den gegen Kramaric zu stellen. Aber okay. Und gegen hier, wer ist da von Dortmund? Der Brun Larsen. Genau, muss ich mich schon fragen, was das soll. Kann aber Marco Höger nichts für, dass er da den Heim zu Straßburg geworfen wurde. Nee, aber auch gegen Augsburg letzte Saison, wo wir da das späte Ausgleichstor bekommen haben, nach dem Modeste-Tor. Oder was Cordoba, weiß ich gerade gar nicht mehr genau. Da hat er auch nochmal für Stabilität gesorgt. Also er kann schon noch ein bisschen was in die Mannschaft bringen, ist halt nur zu wenig dafür, dass er mit der Spitzenverdiener ist bei uns. Ne? Mit Team. Ja, das ist das, was ich ja meinte. Also ich glaube, das ist halt, wenn das halt ein, also das ist halt keiner, der dich signifikant weiterbringt, und dafür ist er halt gehaltsmäßig schon einer, der bei uns noch richtig absahnt. Ja. Und dann, wie gesagt, ist das halt diese Teil der Fraktion durch jetzt für, die jetzt nicht uns nicht auf ein anderes Level heben, aber wie die ganz Großen verdienen. Ja, ich meine. Also wo Leistung nicht mehr mit der Bezahlung für mich persönlich übereinstimmt. Ich meine sogar, der hat so einen Vertrag, der sich sogar noch jedes Jahr das Grundgehalt aufgestockt wird quasi. Also so ein Mega-Vertrag, wo er dann echt sagen muss, so, boah, also wird ja wohl Schmadtke gewesen sein, der den verlängert hat. Da musst du dann schon sagen, Alter, also das hat den 1. FC Köln mindestens einen weiteren Spieler gekostet. Ja, wobei ich dann aber auch sage, ich kann ja den Spieler verstehen. Also wenn mein Arbeitgeber, also, wenn mein Arbeitgeber mir sagt, Spieler gemeint, ne? Jetzt haben wir, du kriegst jetzt das Dreifache. Ja, natürlich. Her damit. Ja, hör mal, also ich bin Albert Streit. Ich setze mich für die Kohle 5 Jahre auf die Tribüne. Ohne Frage. Da brauchst du mit mir nicht drüber streiten. Das meine ich überhaupt nicht gegen Höger. Das meine ich gegen den Sportdirektor, der es zu verantworten hat. Ja, ja.
Das ist richtig. Vielleicht auch sagen muss Marco Höger nicht 5 Jahre lang binden. Aber sein Vertrag endet jetzt im Jahr 2021. Also diese Transferphase ist seine letzte. Und dann denke ich ja mal fest davon aus, dass er den ersten FC Köln verlassen wird, dann halt kein neues Vertragsangebot bekommen wird. Ich muss auch sagen, wenn er ein neues bekommt, dann gehe ich persönlich mit der Fackel und der Missgabel zum Geißbockheim und rufe alle Hörerinnen und Hörer auf, zu begleiten. Das darfst du nicht machen. Du darfst dem keinen neuen Vertrag geben. Und wie gesagt, das meine ich hier alles immer nicht gegen die Person Marco Höger, sondern für was er steht. Du darfst hier nicht einen Spieler verlängern, der seit 4 Jahren gefühlt zwischen Bank und Stammplatz pendelt, jetzt minimalste Teileinsätze bekommt, langsam ist und dich auch, glaube ich, so intern in der Mannschaft jetzt nicht groß weiterbringt. Du musst auch langsam mal mit dieser ganzen Durchhit-für-Geschichte da jetzt Schluss machen. Also auf gar keinen Fall verlängern. Lass sie nochmal in Ruhe bei Alemannia Aachen auslaufen für 2-3 Jährchen und dann ist okay. Ja, genau. Also wenn da der Vertrag verlängert wird, dann ist passiert. Also dann stimmt was nicht. Nee, dann stimmt was ganz gewaltig nicht. Aber ich glaube, Horst Held, auf den kann man sich sogar schon verlassen, dass er es nicht tun wird. Wir hoffen es. Also ich hoffe es. Ja, also der neigt natürlich auch zu so ein bisschen diesem typischen Fußballklümmel und so, klar. Aber ich hätte bei Armin Fee mehr Sorgen, dass er ihm nochmal irgendwie einen 3-Jahres-Vertrag gibt. Das stimmt, da gebe ich dir recht, ja. Dann sagt der Marco Höger, Armin, komm mal, ich habe dir eine schöne Flasche Wein mitgebracht. Sagt der Armin, oh, lecker, da probiere ich gleich mal. Und am Ende der Flasche, wenn die Flasche leer ist, hat der Höger seinen neuen Vertrag in der Tasche. Ja, das könnte passieren, ja. Aber, gute Nachrichten, liebe Fans, Marco Höger wird nicht arbeitslos werden, denn Marco Höger studiert Sportmanagement an der Fernuniversität Hagen. Und er postet fleißig Bilder von sich beim Lernen auf Instagram. Es sieht ein bisschen so aus wie, kennst du diese Bilder von irgendwelchen Tieren, denen man so eine Brille aufsetzt und dann so ein Buch vor die Nase legt? So Erdbeeren oder sowas. So sieht das aus. Und all die Bilder sind auch in Cafés entstanden, sodass er anscheinend in Cafés lernt. Auch nicht die beste Idee, wenn du intensiv lernen willst, da dich in ein lautes Café zu setzen. Damals, als Cafés noch offen waren. Ihr erinnert euch vielleicht, die Eltern unter euch werden sich erinnern. Wir hatten mal sowas wie Cafés in Deutschland, die offen waren. Ja, ne, aber auch da muss man sagen, die beste Zeit liegt hinter dir, lieber Marco Höger. Maridiot, Durchschnitt für, aber nicht mehr bei uns. Nee, ja. Ja, hat ja dann auch ein paar Jahre bei uns noch verbracht, aber das wird, denke ich mal, höchstwahrscheinlich die letzte Saison beim FC sein. Ja, wie gesagt, wenn nicht, Fackel, Mistgabel, Geißbock. Wahrscheinlich, ja. Ganz ehrlich, ey. Da kaufe ich mir extra noch einen zweiten Smarten, um ihn anzünden zu können. Ja, also ich glaube, das wird nicht passieren mit dem Vertrag. Also. Nein. Ist, glaube ich, auch keiner, wo man sagt, den kann man irgendwie ins Team-Management-Gefüge einbinden, so Kessler-Style. Ne? Ich glaube, das ist ja auch nicht so der Typ für. Ja, gut. Wir wären ja nicht der FC, wenn wir es nicht trotzdem machen würden. Gut, ja, das stimmt, so als Legendenbetreuer oder Kassenwart oder sowas. Ich, ganz ehrlich, du weißt ja auch nicht, was diese Leute hier Kessler und so machen und Konsort machen. Also deshalb weiß ich nie, was machen die überhaupt? Was für Aufgaben haben die? Jetzt gerade gar keine, weil der noch die Ausbildung macht. Der wird langfristig der Nachfolger von Frank Elig werden, würde ich von ausgehen. Okay. Die Stelle ist ja gerade vakant geworden. Da wird jetzt wahrscheinlich irgend so ein Zuber für 3 Jahre hingesetzt und dann kommt der Kess. Erst als Lehrling und dann irgendwann nach der nächsten Entlassungswelle darf der Kess das dann selber machen. Okay, ja, ich bin gespannt. Ja, aber ich glaube, diese Karriere wird Marco Höger nicht gehen. Ich glaube, dazu fehlt es auch so ein bisschen an dieser Manager-Rhetorik. Die hat er einfach nicht drauf, der Marco Kevin. Der Marco, ja, Marco Maria Höger wird das glaube ich auch nicht, nee. Ja, gut, wir werden seine Karriere weiterhin gespannt verfolgen. Vielleicht geht es ja echt nochmal nach Aachen oder so. Vielleicht will ja auch Schalke 04 nochmal zuschlagen jetzt im Winter. Ja, oder hier, ja, weiß ich nicht. Oder vielleicht hier Viktoria Köln oder so. Ich meine, das könnte ich mir auch vorstellen. Ja, sowas, genau.
Naja, wie dem auch sei, Marco schon mal vorausgeschickt, ein Maridiot, lieber Marco Höger. Ja. Marco Maria Höger. Ich danke auch dir, Marco Maria Ruppertennis. Wir genau. Sprechen uns morgen wieder. Nummer 7, wer ist das? Kleiner Spoiler. Jemand, das ist der nicht Masse Risse. Nee, genau, leider nicht. Eigentlich müsste den auch noch, ne? Eigentlich müsste den noch. Egal. Es ist sogar jemand, der von der Rücknummer her gar nicht die 7 haben sollte, sondern eigentlich eine andere Nummer. Aber da kommen wir morgen drauf. Wieder einschalten. Bis morgen. Schönen Nikolaus. Überfresst euch nicht in der Schokolade. Ach, Idiot. Ho, ho, ho. Ho, ho, Höger. Tschö. Oh, tschö. Hamburg rufen Festtag Town in Nigeria. Wir haben heute den 7. Dezember 2020 und widmen uns heute dem Spieler mit der Rückennummer 7. Das ist ein sympathischer junger Neuzugang mit einem sehr, sehr langen Namen, den ich jetzt bestimmt auf irgendeine Art und Weise falsch aussprechen werde, wenn ich ihn nicht ausspreche. Er heißt Tolovalase Emmanuel Arokodare. Aber Freunde und langzeitige Fans wie wir dürfen Tolo zu ihm sagen. Der Tolo, Marco. Was hast du denn für den ersten Eindruck gehabt, als damals der Tolo vorgestellt wurde? Ja, es hat, ich meine, der kommt aus Lettland, ne? Also ich meine, da kann man jetzt keine Wunderdinge von dem Jungen erwarten. Ich glaube, ohne das jetzt böse zu meinen, die lettische erste Liga hat vielleicht gerade mal Regionalliga-Niveau, würde ich jetzt mal tippen. Scheint ein sehr talentierter Spieler zu sein, aber ich glaube, dem muss man einfach Zeit geben. Und mehr, also das, wenn er bei uns gespielt hat, die paar Minuten, war das jetzt nicht so, dass ich gesagt hätte, wow, phänomenal, aber ich glaube, das wäre auch vermessen, ihm das irgendwie anzukreiden. Also ich meine, dass der jetzt nicht von jetzt auf gleich hier sofort durchzieht, war eigentlich, glaube ich, allen klar. Das ist kein Erling Haaland, das kann man wohl sagen. Der war auch schon, ich würde sagen, Österreich mit Champions League und so ist doch nochmal eine Nummer. Ja, über Lettland, darf man schon festhalten. Ja, was ich mich frage, wenn du sagst, der braucht noch Zeit, so richtig ist ja das ganze Modell gar nicht auf Zeit geben ausgerichtet, ne? Der ist ja ausgeliehen und wenn wir den verpflichten wollen, kostet der gar nicht mal so wenig Geld. Ich glaube, 2,5 Millionen war im Raum. Oder waren es 3,5? Weiß ich gerade nicht ganz genau. Ja, so 2,5 habe ich auch im Kopf. In der Kante. Ja. Das ist ja für einen FC, der chronisch klamm ist, erstmal nicht wenig Geld. Das ist quasi Abfindung für 2 Trainer, so, ne, in unseren Maßstäben gedacht. Das heißt, eigentlich ist er darauf angewiesen, dass der jetzt im ersten Jahr schon so überzeugt, dass wir für den 2,5 Mille locker machen. Ja, das ist, also ehrlicherweise, also ich meine, da kann der junge Kerl jetzt nichts zu. Das ist ein Transfer, den verstehe ich nur partiell, weil wir jetzt auf der Stürmerposition jetzt nicht so das Riesenüberangebot haben und er jetzt auch nicht bei uns in der U23 spielen darf. Also ich weiß nicht, was man da für eine Idee hatte, ob das vielleicht wirklich einfach so ein Notding war, man kriegt Zirkzee nicht, ja, jetzt müssen wir noch irgendeinen holen. Aber vielleicht hat er eine Qualität, die man sieht, die irgendjemand gesehen hat, die sich einfach jetzt nur noch ein bisschen mehr rauskristallisieren muss. Und ja, man wird sehen. Also ich kann das aktuell nicht wirklich einschätzen, wie gut, wie schlecht er ist. Ich glaube, das wäre auch sehr vermessen aufgrund nur der paar Minuten. Scheint aber so ein netter Typ zu sein, was man so bei Facebook, Instagram, was auch immer sieht. Das ist schwierig. Also ich denke mal, das ist für ihn wahrscheinlich auch nicht so einfach. Mit so einer Ungewissheit da jetzt zu leben. Aber man weiß auch nicht, ob nicht in diesem Leihvertrag irgendeine Klausel drin ist, die irgendwann aktiviert wird, wie auch immer die aussieht. Das wissen wir ja nicht. Das ist ja auch nur so ein nebulöser. Also ich meine, dass er auf Leihbasis kommt, das weiß man. Mit der Kaufoption, ich glaube, das ist noch offiziell noch gar nicht vom FC verkündet worden. Und dementsprechend müssen wir da, glaube ich, einfach abwarten und gucken, was da passiert. Und wenn der einschlägt, wäre natürlich super. Und wenn nicht, dann wird er wahrscheinlich seines Weges wieder gehen. Mhm. Könnte ich mir vorstellen. Ja, wahrscheinlich dann auch, ohne dass es mit großen Kosten verbunden war für uns, die ganze Nummer. Also ich denke mal, Leihgebühr und Gehalt werden sich in überschaubaren Grenzen bei ihm halten. Ja.
Wobei ich schon 2,5 Millionen für den lettischen Stürmer viel Geld finde, ehrlich gesagt. Ja. Also da hat der lettische Verein Valmieras FK gut verhandelt mit Horst Held. Ja, ich glaube, das war so ein bisschen die Hoffnung, hier wirklich den nächsten Erling Haaland gefunden zu haben, der irgendwo versteckt in Finnland, in Lettland durch die Gegend läuft. Der hat ja auch da in 16 Spielen 15 Mal genetzt. Das ist ja auch nicht selbstverständlich für jetzt eine lettische Liga. Da macht ja auch nicht jeder Stürmer automatisch 15 Tore. Das musst du erst mal schaffen. Ist natürlich auch jemand, der stark von der Körperlichkeit lebt. Ne, fast 2 Meter groß, irgendwie 1,97 Meter, wird auch so seine 80, 90 Kilo auf die Waage bringen. Du merkst aber schon auch, dass er der Bundesliga körperlich eben dann doch noch nicht gewachsen ist. Und dass viele Verteidiger einfach sagen, komm Junge hier, ne? Geh mal nochmal 2 Monate in den Fitnessraum, dann können wir weiterreden miteinander. Aber da fehlt ihm noch viel, sich mal körperlich gegen einen Bundesliga-Innenverteidiger durchsetzen zu können. Ja. Ich glaube einfach, dass das Problem ist natürlich auch, dass er keine Vorbereitung mit dem Team mitgemacht hat. Das ist natürlich auch nicht wirklich förderlich, ne? Also ich meine, der ist ja kurz vor knapp gekommen. Ich weiß gar nicht, letzter Tag, auf jeden Fall relativ spät, wie halt alle Spieler bei uns. Und dementsprechend ist das natürlich auch so, du hast dann nur eine Vorbereitung in Lettland gemacht. Die wird wahrscheinlich ein bisschen anders aussehen als die bei einem Bundesliga-Verein. Und wie gesagt, ich bin einfach mal gespannt. Ich erwarte jetzt keine Wunderdinge von ihm. Einfach mal schauen, vielleicht überraschen lassen. Vielleicht hat er dann am Ende doch noch irgendwas, was wo die FC-Verantwortlichen sagen, ja, das reicht uns, dass wir ihn verpflichten. Aber ich glaube, da wird er sich ganz schön strecken müssen, weil, wie gesagt, die Ablösesumme, wenn es denn diese 2,5 Millionen Euro ist, die muss er dann auch schon rechtfertigen. Also man muss dazu sagen, wir nehmen das jetzt hier vor dem Spiel gegen den VfL Wolfsburg auf. Das heißt, wenn er jetzt gegen Wolfsburg 2 Buden in der Nachspielzeit reinballern sollte, dann fehlt das noch in unserer Betrachtung. Wir nehmen aber nach dem Dortmund-Spiel auf. Und da haben wir ja gesehen, dass er für Gistol keine Option war, als Anderson und Modest verletzt ausgefallen sind. Da hat ja Gistol lieber komplett ohne Sturm gespielt, als Tolu da reinzustellen. Also ich glaube, er ist halt definitiv noch keine Soforthilfe. Und dann macht es in der Tat, wie du gerade auch schon gesagt hast, ein bisschen wenig Sinn, jemanden zu holen, der sich auch nicht über die U21 Selbstvertrauen und Spielpraxis holen kann. Also insofern, ja, könnte so ein Transfer sein, wo man nachher sagt, ja, was habt ihr euch dabei jetzt gedacht, lieber 1. FC Köln? Aber gut, wenn er knallt, knallt er halt und du hast ihn für wenig Geld bekommen. Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass das halt der Grund für diese, ich sag mal, höhere Ablösesumme ist. Dass du sagst, Mensch, ihr kriegt ihn jetzt schon für, ich sag mal, bundesligatechnisch wenig Geld. Wenn ihr den dann haben wollt, dann müsst ihr aber ein bisschen in die Tasche fliegen. Also so eine, ich sag jetzt mal, so eine Leihgebühr angerechnet auf den Kaufpreis oder was auch immer. Also ich meine, das könnte ich mir durchaus vorstellen. Ja, irgendwie sowas genau. Der Marktwert ist auch nur 1,2 Millionen laut transfermarkt.de. Das heißt, da kann man vielleicht noch ein bisschen nachverhandeln. Ja. Ganz spannend finde ich, wo wir gerade transfermarkt.de erwähnen. Es gibt verschiedene Berichte im Internet, wo der Mann geboren wurde. Wir sagen am Anfang ja immer Hamburg und Hattingen rufen, ne, und dann die Geburtsstadt des Spielers. Bei transfermarkt.de ist er in Festac Town geboren worden und bei Wikipedia in Lagos. Das heißt, kann ich jetzt nicht auflösen, wo er in Wahrheit geboren wurde. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Das weiß vielleicht nur. Er kann sich ja gerne bei uns melden. Also, ja, lieber Tolu, wenn du uns hörst, kannst du gerne dich bei uns melden und uns die Info geben, wo du denn jetzt geboren bist. Ja. Wenn es dementsprechend natürlich berichtigen, logischerweise. Genau. Spricht ja auch sehr gut Englisch, also kann ja auf jeden Fall mit uns kommunizieren. Fand ich ganz gut. Das hat uns damals ja auch der Pressesprecher von Valmiera schon gesagt, dass Tolu sehr sprachbegabt sein muss. Und was auch jetzt bei uns schon bekannt wurde, der lässt sich nach jeder Trainingseinheit und jedem Spiel Videoaufzeichnungen geben, damit er sein Spiel studieren und gegebenenfalls verbessern kann. Also ich glaube, es ist bei allen Spielern, die wir hier schon gesehen haben und die uns hier schon so als große Nachwuchshoffnung verkauft worden ist, zumindest diesmal einer, der die richtige Einstellung zu seinem Beruf hat und der an sich selber arbeiten möchte und selber besser werden möchte. Ja, ja, klar. Ich glaube, für den ist das hier auch eine Riesenchance. Das muss man auch da total, mal total. Muss man dann ja auch mal sehen, dass ich glaube, ich weiß gar nicht, wo ich es gelesen habe, ob es
irgendwie vom FC irgendwas war, wo er geschrieben hat, ja, ne, also dann hat auf einmal der FC angeklopft und klar, da muss man so eine Chance ergreifen, ja, klar. Ja, ich habe übrigens gerade live on air das Rätsel um seine Heimat gelöst, Heimatstadt. Festeck ist nämlich ein Stadtteil von Lagos. Ah, okay. Es verhält sich wie Remscheid zu Lennep quasi. Ja. Genau. Okay, so komisch, dass dann Transfermarkt.de einfach nur den Stadtteil listet und nicht die Stadt an sich. Naja, okay. Sei es drum, daran wird sie nicht scheitern. Das war die Folge zu Tolu Arokodare. Hoffentlich werden wir diese Saison noch ein paar Tore von ihm sehen. Wenn wir ganz viel Glück haben, wird das so ein Girassi, der halt doch mal knallt. Zumindest ab und zu mal. Wir werden es sehen. Wir bleiben gespannt. Wir bleiben dran. Und wir hören uns morgen wieder mit dem Türchen Nummer 8. Bis morgen. Bis morgen. Tschüss. Hamburg und Hattingen rufen Köln in Deutschland. Unser heutiges Türchen, Türchen Nummer 8, ist eine junge deutsche Nachwuchshoffnung, spielt in der U21 des DFB, hat sich über die vereinseigene U21 an die Profimannschaft angedient und ist dort jetzt, ich würde fast schon sagen, unumstrittener Stammspieler, der, wenn er fit ist, immer spielt und alle Spiele macht und meistens auch über die volle Distanz und sogar noch ganz, ganz viele Bälle zugespielt bekommt. Also eigentlich schon fast ein Hauptakteur des Systems Gisdol. Die Rede ist natürlich von Iso Ismael Jakobs. Marco, der Iso Jakobs. Was machen wir mit dem? Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, also wie gesagt, wir nehmen ja heute Nacht im Spiel gegen den BVB auf. Hätte mich vor dem Spiel einer gefragt, hätte ich gesagt, der scheint ein bisschen überspielt zu sein. Das Spiel gegen den BVB war, auch wenn er da jetzt kein Tor oder kein Assist gemacht hat, eins der Spiele, wo ich gedacht hätte, wow, da sieht man mal, was doch durchaus in dem steckt. Also was der über seine Seite abgerissen hat, das war schon wirklich super gut. Also das war wirklich schon wieder mal eine Leistung, wo ich sagen kann, wow, das passt. Das kam ein bisschen an die Leistung ran, die er letztes Jahr gezeigt hat, fand ich. Und ja, also wie gesagt, es kommt aus dem eigenen Nachwuchs, was ich grundsätzlich schon mal per se gut finde. Ist letztes Jahr da ja auch so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen worden und hat sich dann auch so ein bisschen freigeschwommen und hat dann immer mal wieder so ein paar Durchhänger gehabt, was man aber, glaube ich, so jungen Spielern noch einfach mal anerkennen muss. Aber grundsätzlich ist das ein Spieler, wenn man jetzt von seinem Instagram-Account mal absieht, der mir eigentlich relativ viel Spaß macht. Da ist nicht alles Gold, was glänzt, aber also der wird sicherlich nicht deutscher Nationalspieler werden, aber wir haben auch schon schlechtere Spieler gesehen. Ja, also ich finde, er hat Meunier deutlich seine Grenzen aufgezeigt, was du erstmal schaffen musst als 20-Jähriger. Frischling, Greenhorn, da doch einem erfahrenen Mann wie Meunier da zu zeigen, eine belgische Nationalspieler und WM-Viertelfinalist oder Halbfinalist, glaube ich sogar, Thomas Meunier, dem zu zeigen, ja, Freundchen, ne, du musst dich jetzt richtig anstrengen, um gegen mich Bestand zu haben. Das fand ich sehr gut, hat mir sehr gut gefallen bei ihm. Aber du hast gerade schon so ein bisschen angedeutet, nicht alles Gold, was glänzt, das sehe ich auch schon so. Also ich habe ein bisschen das Gefühl, das werde ich bei Jan Thielmann später auch nochmal sagen, Jakobs ist so ein Spieler, der würde bei anderen Trainern weniger Spiele machen als bei Markus Gisdol. Also er ist so ein typischer Gisdol-Spieler, sprich sehr geradlinig und halt ein Sprinter-Typ. Ne? Mhm. Was ihm halt wirklich fehlt, wo er aber nicht viel fühlen kann, weil er ist nun mal ausgebildeter Linksverteidiger, er hat kaum Zug zum Tor und einen sehr schlechten Abschluss, wenn du mich fragst. Für einen Offensivspieler jetzt. Mhm. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Das stimmt. Er kommt halt über die Schnelligkeit. Und manchmal habe ich das Gefühl, da fehlen hinten so ein bisschen die Körner raus. Also wie gesagt, das, was der gegen Dortmund da auf dem Flügel abgerissen hat, das war wirklich gut. Also wirklich. Und manchmal habe ich so das Gefühl, dann versucht er irgendwas. Also ich kann mich an eine Szene in dem Dortmund-Spiel erinnern, das ist so ein bisschen exemplarisch einfach mal auch für Ismael Jakobs. Dann, anstatt, ich sag mal, weiter in den 16er zu ziehen, will er den Pass rüberspielen. Und genau da ist irgendwie der Fuß von Akanji und aus der Szene wird leider nichts.
wie gesagt, wenn der nach innen gezogen wäre an Meunier vorbei, hätte er vielleicht die Chance gehabt, selber abzuschließen. Er wollte da, wie gesagt, den Pass spielen und ja, da wird da leider nichts draus aus der Chance. Aber wie gesagt, ich glaube, dass Ismael Jakob sich, also dass er auch vielleicht noch nicht am Ende seiner Entwicklung ist und sich sogar noch ein bisschen was entwickeln kann. Und vielleicht, wie gesagt, vielleicht wird er einfach noch ein bisschen kaltschnäuziger, das wird uns sicherlich gut zu Gesicht stehen. Ja, denke ich, muss er auch werden, wenn er langfristig diese Position bekleiden will. Aber gerade wenn wir hinten mit Dreierkette spielen und er dann diesen linken Wingback spielt, bringt natürlich auch jede Menge Qualität mit rein, die wir sonst so im Kader auf der Position nicht haben, ne, muss man auch sagen. Also er ist ja ein ganz anderer Spielertyp als zum Beispiel Noah Katterbach, der vielleicht der bessere Fußballer ist, Katterbach, aber eben nicht so diese ganz brutale Endgeschwindigkeit auf den Platz bringen kann. Eins, was wir natürlich schade finden, ist, dass unsere beiden Top-Talente sich quasi in einem 3-5-2 um die gleiche Position streiten müssen. Ne? Dass sie so beide sich gegenseitig blockieren, mehr oder weniger. Und dass sie nur, wenn wir 4-4-2 oder irgendwas in der Art spielen, oder 4-2-3-1, dass dann beide auf dem Platz stehen können zusammen. Da kann keiner von beiden was für, das ist einfach Zufall. Ne? Das finde ich so ein bisschen schade, einfach in der Gesamtgemengelage. Da müssen wir vielleicht mal überlegen, ob man nicht langfristig auch überlegt, einen von beiden vielleicht auf der anderen Seite zu beheimaten. Also gerade, man kann ja auch mal invers spielen, also mit dem starken Fuß zum Tor, ist vielleicht eine Überlegung. Ja, das, wie gesagt, wird man sicherlich irgendwie vielleicht doch mal überlegen können. Ja, wobei ich bei Noah Katterbach zumindest nicht diesen massiven Offensivdrang sehe, wie bei Ismael Jakobs. Also das ist bei Jakobs, glaube ich, schon deutlich ausgeprägter. Ja, klar, das sehe ich genauso. Und du hast ja auch einen, ich will gerade sagen Christian, aber er heißt Marius Wolf, der hat eben diese Position dann offensiv interpretieren kann, rechts. Ne? Mhm. Das heißt, da würde auch jemand vor Katterbach stehen. Unterm Strich, glaube ich, so viele Spiele, wie wir jetzt machen müssen und so viele Verletzungen und Corona-Sperren und so wieder kommen werden, werden die schon alle zu ihren Einsätzen kommen. Ja. Also Katterbach hat ja auch schon einige die Saison gehabt, oder zumindest zwei hat er schon gehabt die Saison. Aber wir reden ja gerade auch nicht über Katterbach, sondern über Ismael Jakobs. Ja, glaubst du denn, er wird sich langfristig vorne links durchsetzen oder doch irgendwann eins nach hinten wandern und Linksverteidiger wieder wie in der U21 werden? Ich glaube, für den Linksverteidiger, da sehe ich Katterbach vorne, also in diesem Ranking, weil ich glaube, da fehlt mir ein bisschen so diese defensive Grundhaltung. Also deshalb glaube ich halt, dass Jakobs schon da vorne etwas besser aufgehoben ist. Also zumindest auf dieser offensiveren Position. Ja, würde ich glaube ich mitgehen, sehe ich genauso. Ja, ich bin gespannt, wo sein Weg hinführt. Was man ja auch sagen muss, ne, also du hast gerade schon gesagt, dein Instagram so ein bisschen sehr junge Menschen von heute halt, ne? Ja. Nicht immer ganz angemessen dafür, dass es halt eine Pandemie ist und man vielleicht Abstand halten sollte zu seinen Bros. Aber ich finde, in den Interviews finde ich ihn extrem sympathisch, ja, freundlich, ehrlich. Immer so ein bisschen, wirkt immer so ein kleines bisschen verschüchtert. Also nicht so ein Poldi-Schalk im Nacken, sondern mehr so, ach ja, komm, ich nehme dich mal in den Arm, Junge, und ne, hab keine Angst vor den bösen Kameras und so. Aber das macht ihn schon, finde ich, sympathisch in dieser zurückhaltenden Art. Also ich glaube, es Instagram zum Trotz ein ganz freundlicher und sympathischer junger Mann. Das auf jeden Fall. Also wie gesagt, vielleicht ist das auch einfach eine, ich meine, jetzt bin ich ja jetzt auch schon ein wenig älter, vielleicht ist das einfach, bin ich aus dieser Instagram-Jugend einfach rausgewachsen, dass ich da halt viele Sachen einfach nicht verstehe oder einfach auch kritischer sehe als diejenigen, die es machen halt selber. Aber wie gesagt, das ist jetzt halt auch nicht so dramatisch. Also wie gesagt, wenn Ismael Jakobs uns zum Pokalsieg oder zur Meisterschaft schießt, dann kann der auf Instagram machen, was er will. Also das ist mir relativ egal. Mir wäre das an sich vollkommen egal. Jetzt nur, weil wir gerade Pandemie haben und alle Menschen zueinander Abstand halten sollen, finde ich ja diese Gruppenbilder mit 10 anderen, meistens Fußballern aus irgendwelchen anderen Ligen, Keita Ruel ist da meistens mit dabei, aus der zweiten Liga und so, finde ich so ein bisschen unpassend, weil die halt aktuell sind und nicht kein Throwback zu vergangenen Zeiten. Also im Sommer, jetzt im Winter auch nicht mehr. Aber naja, da habe ich mir so ein bisschen gedacht, also Jadon Sancho hat für weniger einen Shitstorm bekommen, weil er halt bekannter ist und deswegen mehr Leute auf Fehltritte von ihm warten. Aber ich glaube, da wäre irgendein Berater, der ihm da halt eben zur Seite steht, gut beraten, ihm mal zu sagen, Junge,
Ist auch mal okay, wenn du jetzt einfach mal ein paar Tage lang nur dich selber fotografierst in einer schönen Location oder am Trainingsplatz oder so. Klassische Fußballerprofile, alles raushauen, Comeback stronger, so ein Kram. Ja, stimmt. Ja. Ja, das ist es halt. Also mich stört nicht das Profil an sich, sondern nur das Profil jetzt in dieser Zeit, im Jahr 2020. Das stimmt, ja. Da ist was was dran. Aber gut, wir reden hier ja auch nicht über Instagram-Profile, sondern über Leistung auf dem Platz. Und da, finde ich, kann man ihm halt nichts vorwerfen. Also selbst in den Phasen, wo es bei uns nicht gut lief, kannst du ihm zumindest das Bemühen halt nicht absprechen. Dass er natürlich kein Messi ist, der drei Leute ausdribbelt und alleine aufs Tor zu rennt, ist ja klar. Also das ist ja nicht der Spielertyp für. Das ist eigentlich ja einer in der funktionierenden Mannschaft, wäre das halt einer von vielen. Bei uns ist das quasi so eine Art Philipp Kostic-Klon, der alles allein machen muss. Das ist halt auch zu viel für so einen 20-Jährigen oder 21-Jährigen. Das glaube ich halt auch. Und ich glaube halt aber, was du schon angesprochen hast, man kann ihm halt nicht absprechen, dass er es nicht versucht und nicht alles gibt. Also da muss man auch ganz ehrlich sagen, also da habe ich schon Spieler erlebt und gesehen, gerade hier in Köln, die einfach gesagt haben, warum soll ich mich denn hier kaputt machen? Sondern die anderen laufen. Das ist Gott sei Dank nicht so. Ja, Bommi. Ja, genau. Ja. Naja, ich wollte noch irgendwas sagen, habe ich es gerade vergessen? Ach ja, genau, ein Beispiel dafür, dass er immer alles reinhaut, ist ja auch seine kranke Sprintstatistik, ne? Ja. Dass er irgendwie der sprintstärkste Spieler zwischendurch mal gewesen ist, jeden Spieltag um die 12 bis 13 Kilometer abspult und meistens nur von Skiri und in manchen Highlight-Spielen von Duda überboten wird. Also dem Einsatz kann man ihm nie absprechen. Nein, und was man auch sagen muss, eine wahnsinnige Geschwindigkeit hat. Also auch zum Beispiel im Spiel gegen den BVB war er der sprintschnellste Spieler. Das musst du erstmal auch gegen den Kader vom BVB so hinkriegen. Ja, genau. Und der Meunier, 1,90, ist natürlich schwer dann für ihn mit dem Endtempo mitzugehen. Plus, ich weiß nicht, wie oft du in Paris wirklich gefordert wirst, keine Ahnung. Aber du hast ja auch gemerkt, als er verletzt war, der Meunier, hat ja Favre eben nicht Piszczek gebracht, weil er gemerkt hat, dass das vielleicht ein Mismatch sein könnte gegen Iso Jakobs, sondern hat eben auf Dreierkette und Fünferkette umgestellt, damit sich zwei Leute um Jakobs kümmern können. Und das ist, glaube ich, die größte Auszeichnung, die dir ein Trainer des BVB machen kann. Ja, das ist richtig. Na gut, der BVB hat natürlich auch offensiv gewechselt, aber trotzdem, ja das hätte man, ja, das stimmt, das war schon wirklich eine Leistung, wo ich sagen kann, ziehe ich den Hut vor, das war wirklich wieder super. Genau. Gut, ja, liebe Grüße an Ismail Jakobs. Genau. Macht uns weiterhin so viel Freude und noch ein bisschen am Torabschluss arbeiten, dann, glaube ich, kannst du ein ganz, ganz großer werden. Das war Türchen Nummer 8, Spieler mit der Nummer 8, Iso Jakobs. Ich bedanke mich bei dir, Marco. Ich bedanke mich bei Iso Jakobs, dass er bei uns spielt und hoffentlich noch lange spielen wird. Wir sind raus, hört uns morgen wieder mit Türchen Nummer 9. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Hamburg und Hattingen rufen Ängelholm in Schweden. Denn aus Ängelholm kommt unser neuer Mittelstürmer. Die Hoffnung auf viele, viele Saisontore und auf damit hoffentlich auch den Klassenerhalt. Aus Schweden kommt nämlich Sebastian Andersson. Jetzt wartest du auf eine einleitende Frage von mir? Ja, ich warte. Ich habe gedacht, du wolltest jetzt sagen, Fußballgott Sebastian Andersson. Nein, noch nix Fußballgott. Aber wir können ja mal überlegen, er wurde ja quasi eingetauscht gegen Córdoba sozusagen, also er ist der Ersatzmann für Jon Córdoba. Meinst du denn, er kann diesem Auftrag von Córdoba gerecht werden? Ist halt ein anderer Spielertyp. Also ich glaube, ihn jetzt 1:1 mit Córdoba zu vergleichen, ist halt schwierig. Also es funktioniert halt nicht. Es ist halt ein ganz anderer Spielertyp. Ich glaube, dass das auch nicht zielführend ist, zu sagen, Mensch, ist Córdoba besser oder ist Andersson besser? Das sind zwei andere Spielertypen, die musst du anders einsetzen. Und ich glaube einfach, oder ich könnte mir vorstellen, dass es auch Córdoba aktuell schwer gehabt hätte. Dazu muss man ja noch überlegen, wie fit war Andersson in den letzten Spielen? Ich denke mal jetzt nicht allzu fit nach diesem Trainingsfoul von Özcan an ihm, hat man ja schon gemerkt, da der läuft jetzt nicht mehr ganz so richtig rund. Und
ja, dann die OP und jetzt nach der OP wird er auch ein bisschen Zeit brauchen. Deshalb war die Nichtberücksichtigung gegen den BVB, glaube ich, folgerichtig, weil es bringt nichts, den Jungen jetzt zu verheizen und dann lieber dem Spieler mal ein Spiel mehr Pause gönnen und dann, dass der sich richtig auskurieren kann und die Verletzung wirklich komplett abheilen kann, weil das bringt nichts, wenn das halt immer wieder ausbricht, du immer wieder reagierst, mit Schmerzen spielst und das spielst du ja auch nicht richtig voll. Das spielst du ja auch mit angezogener Handbremse, wenn du Schmerzen hast und deshalb glaube ich, dass das der richtige Schritt war. Ob Sebastian Anderson der Spielertyp ist, den wir brauchen, das wird sich am Ende der Saison zeigen. Ja. Also ich möchte mir noch gar kein abschließendes Urteil erlauben. Ja, dafür ist es auch zu früh. Wir haben ja wirklich noch nicht den voll belastbaren Sebastian Anderson bei uns gesehen. Was ich halt glaube, das hast du gerade auch schon angedeutet, ist, du wirst, wenn du ihn spielen lässt, dein System umstellen müssen. Ne? Also was Córdoba eben konnte, was er nicht so gut kann, ist, Córdoba kann ja aus dem Nichts eine Chance kreieren. Die kannst du ja wirklich 30 Meter vor dem Tor den Ball geben und sagen, jetzt lauf mal gegen zwei Innenverteidiger. Und Córdoba schafft das, sich die vom Leib zu halten. Ich glaube, da ist Anderson nicht der Spielertyp für, um das zu machen. Dafür ist Anderson vielleicht derjenige, der in der Box einen kühleren Kopf bewahrt und vielleicht besser daran ist, so Abpraller und ja, so Sachen zu riechen, da zu stehen, wo ein Stürmer stehen muss, mit dem Kopf dahin zu gehen, der ist ja noch mal gute 4 Zentimeter größer als John Córdoba das gewesen ist und hat natürlich auch ein unschreibbar gutes Kopfballspiel. Plus, was ich an Sebastian Anderson gut finde, ist, dass er bei jeder Station, wo er war, immer getroffen hat. Also es war nicht so einer, eine gute Saison bei Union Berlin gespielt und dann sofort verpflichtet, sondern schon einer, wo du davon ausgehen kannst, dass der überall seine Leistung bringt, also auch vom Charakter her keine, ja, kein Stinkstiefel ist oder irgendwas, halt so ein entspannter Skandinavier, würde ich mal behaupten, der überall bis jetzt, wo er gewesen ist, auch eine entsprechende Torquote gehabt hat. Ja, das ist richtig. Ich hoffe nur, er ist nicht zu ruhig. Der macht auf mich immer so einen sehr, sehr ruhigen Eindruck, halt so aus typischer Skandinavier halt. Ja, aber wie gesagt, ich glaube halt einfach, wenn der wirklich richtig fit ist und wir dann auch das Spielsystem, wie zum Beispiel bei Union Berlin, auf ihn halt auslegen, dann kann das sicherlich eine Waffe sein. Halt eine andere Waffe als ein John Córdoba. Aber ehrlicherweise muss man ja dazu sagen, wir haben ja die beiden nicht 1:1 getauscht, sondern wir haben ja Anderson und Duda für Córdoba bekommen. Ja, für Córdoba und Uth, ne? Das also oder, muss man schon ja, dazu sagen. Ja, gut, das genau. Aber zumindest ist, haben wir das Geld, was wir für Córdoba bekommen haben, ist das, was wir für Anderson und für Duda ausgegeben haben. Demnach ist das ja jetzt, ich sag mal, kein nomineller 1:1 Tausch. Und wie gesagt, und man muss auch sagen, es hätte uns nichts gebracht, jetzt John Córdoba hier zu behalten und dann geht er am Ende der Saison ablösefrei. Ich glaube, das war schon vielleicht der richtige Schritt. Ja, aber du musstest ja auch Marc Uth ersetzen und dazu war ja vor dem Córdoba-Abgang gar kein Geld da. Deshalb sehe ich genauso. Und was ich auch gut finde, du hast damit ja auch, also auf Papier zumindest, die Konkurrenz geschwächt, wenn du halt deinem direkten Konkurrenten seinen besten Stürmer wegkaufst. Gut, kam jetzt halt anders als gedacht, weil die mit Kruse und Poyampalo gut eingekauft haben. Das konntest du aber vorher nicht ahnen, dass das so kommen würde. Also auf dem Papier macht der Move schon, glaube ich, Sinn, den Anderson zu holen. Nochmal ganz kurz aus der Statistikecke. Der hat 247 Spiele gemacht auf Profiniveau und hat in 247 Spielen 109 Tore und 39 Assists gemacht. Teilweise auch in anderen Ligen natürlich als der Bundesliga, vollkommen logisch, aber ist schon eine gute Quote, kann man nicht anders sagen. Ja, vor allem muss man auch sagen, das ist jetzt nicht so, dass der jetzt immer bei den Obertop-Teams gespielt hat. Also der hat jetzt nicht immer im höchsten Regal der Ligen gespielt. Das ist eine Quote, die ist völlig okay. Ja. Und wie gesagt, wenn er da ansatzweise drankommt, dann wird er uns sicherlich helfen. Genau. Ja, und zu Leise kann natürlich immer sein. Ich meine, Córdoba war auch nicht der mit der Mannschaft kommuniziert hat, weil er das gar nicht kann, sprachlich. Da ist Sprachbarriere zwischen. Aber gut, war vielleicht so ein schon temperamentvoller Spieler jetzt auf dem Platz, so als von den Gesten her, von der Mimik her, von der Körpersprache. Das ist anders auch nicht. Das ist doch mehr so der typische Klischee-Skandinavier mit der etwas unterkühlten Art. Aber es ist ja vielleicht in Köln auch nicht verkehrt, wenn du da vorne einen drin hast, der eher so die ruhige Kugel schiebt.
Passt vielleicht von der Mentalität her auch ganz gut zu Modest, der dann so ein anderes Charakterelement da reinbringt. Ich weiß nicht, ob die beiden sich spielerisch wirklich gut ergänzen würden, aber zumindest so als Typen kann ich mir gut vorstellen, dass die so ein bisschen zueinander wie Salz und Pfeffer sind. Mhm. Ja, das ist, kann wirklich, ja, stimmt, das kann natürlich sein. Ja, also ist jetzt auch kein, wie gesagt, das mit der Unterkühltheit ist jetzt kein Malus, ist mir halt nur jetzt, ich sag mal, im Vergleich zu Cordoba oder zu anderen Stimmen halt aufgefallen, der ist halt schon ein ruhiger Vertreter, aber ist, wie gesagt, das ist gar nicht schlecht. Vielleicht tut er uns auch ganz gut und ja, wie gesagt, wird hier zeigen müssen, dass er zu Recht unser Nummer 1 Stürmer ist. Ja, wird er zeigen müssen. Ich würde ihn gerne mal in so einer Art Zweieinhalb-Mann-Sturm sehen, also eher mit einer hängenden Spitze, die um ihn herum wuselt. Ne? Vielleicht so ein Drexler oder Lemperle oder vielleicht auch Duda kann das auch spielen. Würde ich gerne mal sehen. Oder Limnios. Weiß nicht, ob Kistl da der Trainer für ist, aber ich glaube, da würden seine Stärken noch ein bisschen besser zur Geltung kommen, wenn du ihn als Wandspieler einbaust, also nicht aufs reine Tore schießen beschränkst, sondern ihn auch quasi so als allererste Anspielstation nimmst, die dann den Ball auf den nachrückenden, hängenden Stürmer ablegen kann. Ja, dass er einfach ein bisschen mehr unterstützt. Also ich meine, das muss man ja auch mal sagen, also der war teilweise im Spiel schon wirklich allein gelassen und das, was dann an Flanken kam, war jetzt auch nicht die allerhöchste Güteklasse, die wir da in den Spielen zuvor hatten. Das kann man wirklich so sagen, ja. Ja, genau. Ja, aber da können wir noch dran arbeiten. Flanken kann man ja vergleichsweise einfach üben im Training. Ich denke mal, da würde jetzt auch Gistol seinen Fokus draufsetzen. Plus, wir haben ja auch gesehen, dass wir jetzt eine neue Stärke bei Eckbällen haben. Die trainiert anscheinend André Pavlak mit der Mannschaft, die Eckbälle. Genau. Gegen Dortmund 2 Tore, gegen Wolfsburg wissen wir noch nicht, aber wir behaupten einfach mal 10 Tore gegen Wolfsburg nach Ecken. Oder 5, ja, 5 nehme ich auch. 5 reichen, ja. 5 nehme ich auch, genau. Aber da könnte ja auch eine Waffe sein, ne? Dass der nochmal mit dem Eckball ein bisschen höher steigt als die Innenverteidiger und da irgendwie an den Ball kommt. Ich glaube, da ist er prädestiniert für. Das Plus, stimmt. Ich finde, Duda spielt auch gute Ecken. Also damit kann so ein Anderson bestimmt arbeiten. Das sehe ich auch so, ja. Es ist wirklich, die Ecken sind wirklich, die sind wirklich gut geschossen, ja. Ja, haben schon fast Marcel Risse-Qualität. Ja. Naja, nur die Ecken, nicht, ne? Nicht von der Gesamtbedeutung her. Das kommt noch. Ist auch noch jung, der Duda, kann noch kommen. Aber über Duda reden wir in einem anderen Tag, nicht heute. Heute haben wir über Sebastian Anderson geredet. Unsere Nummer 9 am 9. Tag des Adventes oder des Dezembers. Morgen ist die Nummer 10. Und jetzt fragt ihr euch bestimmt, haben wir eine Nummer 10 im Kader? Ja, abwarten, mal gucken, was morgen kommt. Ihr werdet es in 24 Stunden erfahren. Bis dahin sind wir beiden raus. Macht's Idiot. Tschö. Tschö. Hamburg und Rufen Belgien. Hallo und herzlich willkommen zum 10. Türchen unseres Adventskalenders. Jetzt werden die Leute sagen, 10? 10? Hä? Ist der Lukas Podolski in Telmö geboren? Oder ist der überhaupt zurück im Verein schon wieder? Nee. Da haben wir uns was anderes überlegt. Das erzähle ich jetzt mal der Marco, was wir uns da überlegt haben. Ja, also wie gesagt, die Position, die wir nicht die Zahlen, die wir nicht kadermäßig verplant haben, werden wir natürlich mit Spielern auffüllen, dessen Nummern nach der 24 kommen würden. Und haben uns bei der 10 einfach mal für einen Verteidiger entschieden. Und Verteidiger Belgien, da gibt es jetzt nicht mehr so eine Riesenauswahl. Und werden über Sebastian Bono sprechen. Ach so, ich habe mich auf Marc Wilmots vorbereitet, unseren kommenden Trainer. Ja, das können wir vielleicht zu späterer Stunde nochmal besprechen. Ja gut, machen wir dann. Über Poldi reden wir dann gar nicht? Mensch, schade. Och. Vielleicht ja schon. Vielleicht, wer weiß. Bleibt uns einfach mal gewogen. Ja, Sebastian Bono, für mich, ich nehme es mal vorweg als These, der Spieler der vergangenen Saison. Ja. Also ich glaube, die Wahl würde da, wenn man so die Leute befragen würde, würde entweder auf Cordoba oder auf Bono tendieren. Für mich war es im Endeffekt auch Sebastian Bono, weil bei Cordoba konnte man auch nach der Zweitligasaison so ein bisschen darauf hoffen, dass der das auch halt auf den Platz bringt in der ersten Liga. Und bei Bono, das war ja so ein unbeschriebenes Blatt und ich persönlich habe gedacht, der wird wieder ein halbes Jahr brauchen, bis die Spieler sich akklimatisieren, aber das ging bei ihm erstaunlich schnell.
Das ging ticks, ganz genau. Und ich weiß nicht, wie viele Tore hat er am Ende gemacht? Fünf, sechs? Sechs. Sechs, sechs, genau. Das war schon jetzt nicht so schlecht. Also das, auch defensiv war das in der Regel zumindest größtenteils wirklich ordentlich und ja. Da kann man nicht Negatives viel zu sagen. Nee, also ich würde sagen, eine der wenigen Juwelen, die uns hier, wie heißt unser alter Sportdirektor noch gleich? Armin Fee, an Land gezogen hat, dankeschön. In irgendeiner, also wahrscheinlich gut gescoutet von der Scouting-Abteilung, nicht von Armin Fee persönlich, aber war für mich vorher ein vollkommen unbeschriebenes Blatt, der Junge. Ich kannte den überhaupt nicht. Also ich glaube, den kannten auch jetzt wirklich nur Insider, würde ich mal behaupten. Weiß ich nicht. Mir war ja kein Begriff. Ich meine, er hat damals schon belgische U21 gespielt, das schon. Also er war jetzt nicht komplett aus dem Nix herausgezaubert. Aber ich sag mal so, ich glaube nicht, dass der bei jedem Bundesligist auf dem Zettel stand. Ja, dann kommt er zu uns, wie du gerade schon beschrieben hast, und macht eigentlich ja fast alle Spiele. Ich glaube, der hat in 34 Spielen mindestens einwechslungsmäßig in 33 von Spielen, nein, er hat in 33 von 34 Spielen mindestens als Einwechselspieler gespielt. So, das wollte ich sagen. Das ist ja für einen Neuling eine wirklich sehr, sehr große Quote, so viel zu spielen. Musste zweimal noch eine Rotsperre absitzen. Also waren es nur 31 Spiele von 34. Das ist okay. Das kommt mal vor, in der ersten Saison sich eine rote Karte anzuhandeln. Gerade bei uns, wo sowieso jeder irgendwann mal einen Elfmeter verschuldet. Da gibt es auch mal Karten dann für. Und das war auch in dieser Phase, wo wir nicht mehr gewonnen haben, also wo alles schlecht lief. Da war er dann auch nicht mehr ganz so dominant wie noch vielleicht davor in der guten Phase. Aber ich finde, er ist durchaus auch ein Gesicht der letzten Saison gewesen in dieser guten Phase. Weil ja da auch viele von seinen Toren reingefallen sind. Ne? Also ja. Eins gegen Paderborn, eins gegen Bayer Leverkusen, eins gegen Frankfurt. Genau, gegen Freiburg beim 4-0, gegen Schalke beim 3-0. Könnte er gerne wieder machen am 17. Spieltag diese Saison. Und dann nochmal eins gegen Leverkusen im Rückspiel, aber nur zum 1-3 leider, wo es dann mehr um die Blumentöpfe ging. Also schon, würde ich sagen, sehr guter Mann. Ne? Ja, ja, ja. Also es zeigt das ja auch in der Saison in der Regel. Klar, immer auch mal wieder mit Fehlern, aber ich glaube, das werden wir bei den Spielern des 1. FC Köln immer haben, dass da mal ein Fehler vorkommt, aber trotzdem eine der wenigen positiven Überraschungen letztes Jahr. Genau, würde ich auch komplett unterschreiben. Ganz spannend finde ich hier bei Transfermarkt.de stehen ja seine Jugendvereine und in unchronologischer Reihenfolge, RSC Anderlecht, das ergibt noch Sinn. Davor beim FCV Dender, ja, ist glaube ich auch in Belgien. Und davor, und das finde ich echt ein bisschen spannend, Wydad Casablanca. Ist das nicht so, dass Bornau, begebe ich mich auf Glatteis, mit der Familie da mal gewohnt hat? Er begann in der Jugend bei Wydad Casablanca in Marokko, als sein Vater dort beruflich tätig war. Ja, siehst du. Ja. Hätte ich gewusst. Also, ja, aber das ist ganz witzig. Hast du mit Psychos und Bornau jeweils Spieler, die aus diesem arabischen, muslimischen Raum kommen. Ganz witzig. Ja, ja. Ja gut, bei Bornau weiß man ja auch nicht, wie alt war der da. Also wenn der da jetzt gespielt hat, weiß ich nicht. Das weiß ich auch nicht. Steht jetzt hier also nicht. Er hat ja bei Anderlecht gespielt, da war er also vor der U17, das heißt, der war da. Also er hat von 2007 bis 2009 dort gespielt, da war er dann 18. Ja. Ja, gut. Ist ganz süß, dass 2007 erst 18 war, ne? Fühlt sich wieder alt. Putzig, ja. Naja, ja, genau. Hey, das heißt, haben wir jetzt viel über die letzte Saison geredet und daran merken eingefleischte Hörer vielleicht schon, dass es diese Saison noch nicht ganz so gut bei ihm läuft oder lief. Ich muss mal nicht anders warum. Wir nehmen das jetzt auf nach dem Spiel gegen Wolfsburg, dem 2-2. Das heißt, wir wissen nicht, ob er vielleicht gegen Mainz und gegen Leverkusen schon mega geil performt hat, keine Ahnung. Aber jetzt in dieser Saison waren ja sowohl für uns als auch für Belgien und die belgische U21 so ein paar Schnitzer drin, die wir von ihm so nicht kennen. Ne? Ja, müssen wir uns da Sorgen machen, dass die Entwicklung dann doch zum normalen FC-Spieler läuft? Oder wie siehst du das? Ich glaube, das ist halt so ein Ding, was schnell nach vorne galoppiert. Also ich meine, klar, wenn du halt jetzt nicht den allerbesten Lauf hast, dann passieren dir vielleicht auch Fehler, die dir sonst, wenn du einen Lauf halt nicht passieren würden. Und
Ich sag mal so, jetzt ist die belgische Nationalmannschaft jetzt auch nicht nur mit Nichtskönnern bestückt. Da fällt so ein Fehler natürlich auch noch mal mehr auf, weil das mittlerweile eine Nation ist, die unter den Top, ich will mal Top 10 in Europa ist. Dementsprechend die Erwartungshaltung eine größere ist. Ich sag mal, wenn der jetzt in der, weiß ich nicht, zypriotischen Nationalmannschaft spielen würde, ohne das jetzt böse zu meinen, dann würden vielleicht so Fehler nicht so mit Argusaugen bedacht sein. Und ich glaube halt auch, dass Spieler, die, wenn die aus dem Ausland kommen und dann auch aus einer höheren Liga, wie zum Beispiel Deutschland, da auch in Belgien nochmal anders drauf geschaut wird. Weil das ist ja bei uns auch, also die Legionäre, die dann bei der deutschen Nationalmannschaft spielen, die werden ja auch anders beäugt als die Spieler, die in der Bundesliga, die du halt auch öfter siehst. Ja, Zumindest ist das bei mir so. ich glaube, das Problem war eher, dass sich einfach diese Fehler so gehäuft haben in kurzer Zeit. Der hat dann ja für die A-Mannschaft, für die B-Mannschaft und für Ja. uns innerhalb von einer Woche so gefühlt oder von 2 Wochen drei Gegentore verschuldet. Das ist vielleicht auch ein bisschen viel jetzt für einen 21-jährigen jungen Mann. Da hat ja dann nachher auch Gisdol entschieden, ihn rauszulassen. Da hat er für Meret dann mal zu einem seiner wenigen Startelf-Einsätze verholfen. Das spricht ja auch ein bisschen dafür, dass der mal eine Pause brauchte. Ich finde halt, aus der Pause kam er auch gestärkt zurück dann. Also jetzt gegen Wolfsburg und gegen Dortmund in der Dreierkette war er wieder eigentlich fast der Alte, kann man sagen. Was so kompromissloses Abräumen angeht und immer noch mal Fuß dazwischen kriegen. Hat gegen Haaland 3 Schüsse geblockt, die Haaland sonst aufs Tor gebracht hätte. Also das finde ich eh, um mal ganz kurz einen Exkurs zu machen, das finde ich eh eine kleine Stärke von Markus Gisdol. Ich glaube, der weiß gut, wann er im Spiel eine Pause geben muss. Hat man bei Skiri ja auch gesehen. Und jetzt bei Bornau eben schon wieder. Bei Bornau, nicht Bornau. Ich sage es immer falsch, ich weiß. Lieber Hörer, er hat mir schon mal geschrieben, deswegen Bornau wie Bordeaux heißt der Mann. Ja, also ja, sehe ich auch so. Also bisher die, ich meine, das war, ich meine, dafür muss jetzt auch kein Mastermind sein, um den Wechsel zu machen, ne? Ja, Also, Meret reinbringen ist schon noch ein Gamble, finde ich jetzt mal. ja, aber ich sage jetzt mal, da Bono rauszunehmen, ist jetzt schon nicht so der heiße Scheiß, ne? Also dafür würde Ja. ich ihn jetzt nicht abfeiern wollen. Ja, aber weißt du, Also. Gisdol hat ja schon so eine gewisse Treue auch zu Spielern. Also bis der mal einen rausnimmt, ist ja schon viel passiert. So ein Zichos war noch nie draußen, würde ich jetzt mal gefühlt sagen. Wenn er gesund war und nicht verletzt war. Und auch Bornau war ja eigentlich komplett gesetzt, wenn der keine Sperre absitzen musste. Deswegen hat mich das schon überrascht, ehrlich gesagt. Ja, da schon, also überrascht, weil es Markus Gisdol halt noch nicht so oft gemacht hat, aber verwunderlich war das jetzt nicht. Also das ist jetzt nicht so ein Ding, wo ich gedacht habe, so, oje, oje, was macht er denn nun mit der Aufstellung? Also. Nö, ich war schon überrascht. Also ich habe auch schon so gedacht, oh Gott, was ist jetzt los? Also schon, muss ich zugeben. Ja, nö, das hielt sich noch bei mir in Grenzen. Naja, ist ja auch egal, weil die Hörer sind eh schon ein bisschen schlauer als wir. Die wissen schon, wie der FC und wie Bornau gegen Mainz und ich glaube auch gegen Leverkusen performt haben werden bis zum. Oder wissen Sie das? Nee, wissen Sie nicht. Ist ja der 10. Ha, dann sind wir gar nicht voraus. Dann wissen die Hörer auch noch nicht mehr als wir. Sehr schön. Das heißt, wir erzählen hier noch keine Sachen, die schon wieder von der Aktualität überholt werden. Am 12. ist das nächste Spiel, am 12. Dezember. Das heißt, wir sind noch auf aktuellem Stand mit Sebastian Bornau. Und deswegen sollten wir jetzt ganz schnell aufhören, bevor der Stand sich irgendwie ändert, weil irgendwas passiert. Ist übrigens ein sehr guter Klavierspieler. Ja, finde ich auch. Ist auch ein, glaube ich, für einen Fußballer sehr, ich würde sagen, gebildeter junger Mann. Ja, Also. Der hat, reflektiert glaube ich, schon zumindest. was. Ja, also auch, der liest auch mal ein Buch, würde ich sagen. Das glaube ich auch, ja. Ja, Und und auch nicht Fix und nicht, Foxy. genau, richtig, wollte ich gerade sagen. Nicht Fix und Foxy, sondern vielleicht sogar auch mal ein Klassiker der Weltliteratur, Moby Dick oder sowas, keine Ahnung. Spricht ja auch sehr gut Englisch, das ist ja auch mal so ein bisschen ein Zeichen dafür, dass sie sich schon mit mehr als ihrem eigenen Dunstkreis da beschäftigen. Finde ich gut. Hat auch meines Wissens nach kein nerviges Instagram-Profil, auch keine nervigen Zweitnamen, also. Ich glaube, wenn du, also hast du hinten auf deinem Trikot Flocks von Spielern drauf? Ja, mein letzter war aber auch die Nummer 10. Aber Poldi. Ja, wenn du dir jetzt einen Spieler aus der aktuellen Mannschaft hinten drauf flocken würdest, wäre Bornau da in der engeren Wahl? Nein, Marco Höger, bester Mann. Nein, Wegen des Vornamens. ja, genau. Ja, auch. Nein, nein, ich weiß es gar nicht.
bin irgendwann dazu übergegangen, mir die Trikots halt nicht mehr zu beflocken zu lassen. A, weil es mehr Geld kostet und B, weil ich dann immer enttäuscht war, wenn dann zum Beispiel so Podolski dann doch wieder gegangen ist. Also das war dann immer so, Also. dass ich gedacht habe, so Mensch, muss ich mir das immer geben, dass dann die Spieler auf einmal wieder weg sind. Ich muss sagen, bei mir wäre in der engeren Auswahl, Top 5 vielleicht so in der Mannschaft, nicht auf Platz 1, da wäre jemand anders weiter vorne, Der aber ich hätte Panda. ihn so, ja, genau, weil ich auch diese geilen gelben oder Ja. neongrünen Torwarttrikots mir kaufe, genau. Sieht super toll aus an mir, nee, von Feldspieler meine ich jetzt, ne? Da wäre ja so auf Platz 3 bis 4, würde ich sagen. Guter Typ und ich glaube, der wird auch noch eine Karriere eine richtig große Karriere hinlegen. Kann mir gut vorstellen, dass der auch nach England passt von seiner Spielweise her. Hat auch die nötige körperliche Robustheit. 1,91, kannst du ja auch nicht lernen. Ich glaube, der wird noch eine Karriere hinlegen. Du meinst also, er ist nicht mehr lange beim FC? Nee, ich fürchte nicht, auch weil der, also wenn der FC absteigt, ist er eh nicht zu halten, muss man Ja, das leider stimmt. sagen. Das stimmt. 13 Millionen ist der Marktwert aktuell. Vielleicht steigt ja noch mal ein bisschen jetzt, wenn vielleicht wieder ein bisschen mehr Geld reinkommt nach Corona und so. Dann irgendwann kommt halt ein Angebot, wo der FC sagen muss, ja, sorry, müssen wir annehmen. So ein bisschen vergleichbar finde ich das mit damals SC Freiburg und Söyüncü. Wenn da irgend so ein blinder Engländer kommt, dann musst du leider sagen, auch wenn es einem wehtut, Sepp, sorry, wir hätten dich gerne hier behalten, aber wir müssen den Verein im Auge behalten, wie bei Córdoba ja auch. Wir Ja, müssen jetzt da die 15, 16 Millionen annehmen, die von irgendeinem Engländer kommen. das könnte passieren. Wie gesagt, solange das noch nicht so ist, erfreue ich mich ehrlicherweise an Bonau, weil das Total. ist, also wie schnell der als Fixpunkt da in der Defensive sich auch hochgespielt hat, das ist schon, hat mich verwundert. Absolut. Ich denke halt, auf kurz oder lang wird er auch da der Abwehrchef, wenn wir uns jetzt, wenn er nicht absteigen und er nicht sofort weggeht, wird der da hinten den Laden zusammenhalten und nicht Zichos da der Barbo sein. Hoffentlich. Ja, gehe ich von aus. Und dann stellst du ihm eine Seite, der ihn unterstützt und nicht andersrum, ne, dass einen Naja. der ihn hochzieht. Und wenn er wechseln sollte, verdient sein Berater zumindest ein bisschen Geld. Und weißt du, wer sein Berater ist? Hier von Beuten, ne? Ja, Daniel von Beuthen, genau. Also davon, in der Hinsicht ist er auch in bester Hand, was belgische Innenverteidiger angeht mit Qualität. Da war van Beuthen ja auch ganz vorne mit dabei. Also spricht da Spornau vielleicht aus Positionsgründen auch sehr gut beraten bei van Beuthen, der vielleicht noch so ein paar Tipps für Innenverteidiger geben kann. Und die beiden haben noch eine ähnliche Haarmode. Also ich glaube, die verstehen sich. Das könnte passieren, ja. Vielleicht nimmt er auch ein paar Wrestling-Stunden bei van Beuthen, der Bono. Weiß ich nicht. Catching, Ja, weiß Catching ich war das nicht. ja, nicht Wrestling. Naja, wie dem auch sei. Bonau, guter Mann. Bono, guter Mann. Bitte bleib bei uns noch ein bisschen länger. Wir hätten gerne noch ein bisschen länger Freude an dir. Mach weiter so. Und wir, liebe Hörerinnen und Hörer, hören uns morgen wieder mit dem achten Türchen. Bis dahin, macht Idiot. Tschüss. Hamburg und Hattingen rufen Graz in Österreich. Es ist der 11. Dezember. Wir haben fast schon Bergfest auf dem Weg nach Weihnachten, aber auch nur fast. Und heute widmen wir unseren Blick zu unseren südlichen Nachbarn über die Grenze ins hart gebeutelte Österreich zu welchem Spieler? Defkainz Florian ist das. Ja, der hat die Saison nicht so gut performt, weil er einfach im Spital war. Ja, so, also für alle Österreicher, ich entschuldige mich in allerhöchster Form für meine schlechte Darbietung. Ja, Kainz Florian, schade für ihn diese Ja, Saison. also ich finde, er war ja ganz kurz davor, im Endeffekt ein Unterschiedsspieler zu werden bei uns, vor der Verletzung. Also er war der Einzige, der quasi in dieser Corona-Lockdown-Phase noch performt hat. Also seine Form so halbwegs konserviert hat. Was ja echt schon eine Kunst ist, muss man sagen, bei uns. Und man hat ihm ja immer vorgeworfen, gerade auch aus Bremen, das weiß ich noch, als wir damals die Einspieler hatten, von Schreiheit, hieß der junge Mann. Der hat uns ja gesagt, ja, guter Spieler, aber der ist nicht so richtig torgefährlich, zu ineffektiv, zu wenig Torbeteiligung. Ich finde, das hat er gerade geschafft, bei uns endlich mal abzulegen und dann doch effektiv zu werden. Hat auch eine super tolle Vorbereitung gespielt auf die Saison jetzt. Und dann kam leider zur Unzeit seine Verletzung und dann war er im Spital. Das ist schade, weil Ist, auch direkt so eine Mega-Verletzung, ne? Ganze Hinserie gelaufen. Ja, was hat der genau? Weißt du das gerade auswendig?
Du machst aber Knie, ne? Ich Kreuzband? Nee, doch. Ist der nicht am Meniskus operiert worden? Kann sein. Wie war es am Knie halt? Schwer am Knie verletzt. Steht hier aber, glaube ich, auch gar nicht. Ja, ich meine, der FC gibt ja eh jetzt, was ich gut finde, keine konkreten Berichte mehr ab, was da los ist. Sondern sagt einfach nur verletzt, fällt auf unabsehbare Zeit aus. Ist auch okay so. Ja, schade, ne? Weil ja. Er hätte, glaube ich, auch eine Problemstelle bei uns im Kader geschlossen, wofür du ja zwei Spieler kaufen musstest. Du musstest ja Limnios und Wolf kaufen, weil keins halt verletzt war. Andererseits, vielleicht auch ein bisschen so ein Segen in der Verkleidung, weil vielleicht, wenn keins fit gewesen wäre, wäre vielleicht Wolf gar nicht gekommen. Und das wäre dann auch eine Schwächung gewesen. Ja, klar, natürlich. Also der Ausfall musste ersetzt werden. Jetzt haben wir den, ich sage jetzt einfach mal, doppelt ersetzt. Und trotzdem muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin nicht der größte Florian Kainz-Fan auf diesem Planeten, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass er sich wirklich gut entwickelt hat. Bei uns. Ja, und also wie gesagt, ich kann mich auch daran erinnern, dass wir diesen Einspieler von Bremen hatten und da immer von schlechter Auswahl der Möglichkeiten gesprochen worden ist. Haben wir danach einige Male gesehen, dass, weiß ich nicht, aus irgendwelchen Winkeln geschossen wurde, wo man denkt so, hä, warum schießt du jetzt, warum flankst du nicht? Oder warum flankst du und schießt nicht? Die Entscheidung war nicht immer richtig, aber wie gesagt, ich fand schon, dass er sich dann auch irgendwie auch in unserer guten Phase doch zu einem Spieler gemausert hat, der auf den man zählen kann. Und ja. Dass er sich natürlich dann so verletzt, ist natürlich maximal bitter. Also auch wenn ich ihn nicht mag, das wünsche ich halt keinem unserer Spieler. Nee, auf keinen Fall. Und du hast recht, die Entscheidungsfindung ist noch sein Problem. Aber ich finde, es wurde halt alles immer mit jedem Spiel ein bisschen besser bei ihm. Ja. Vielleicht auch, weil er einfach regelmäßig spielen konnte bei uns, was ja in Bremen auch nicht immer mehr der Fall war zuletzt. Und deshalb glaube ich, wenn er jetzt noch dran geblieben wäre, hätte der auch noch mal vielleicht dazu beitragen können, dass wir nicht die ersten zig Spiele verloren haben diese Saison, sondern vielleicht vor dem Dortmund-Spiel schon mal ein Erfolgserlebnis gehabt hätten. Und ich kann mir schon vorstellen, so eine rechte Seite mit Kainz und Wolf und vielleicht noch Thielmann in der Hinterhand, schon gut, also schon Bundesliga-Niveau, würde ich behaupten. Ja. Kainz und Wolf, wenn die miteinander ins Kicken kommen, vielleicht Wolf als Rechtsverteidiger dahinter, oder Kainz in diesem neuen System, diesem 3-5-2, das wir jetzt spielen, auf dieser rechten, also nicht auf der rechten Wingback-Position, sondern dieser rechten Stürmer-Position, kann ich mir schon tatsächlich gut vorstellen. Ja, denke ich auch. Also wie gesagt, ich glaube halt, vor allem muss man ja auch eins sehen, unser Kader wird dadurch noch mal ein bisschen breiter. Ja. Und dann hast du halt auch noch mal von der Bank noch mal mehr Möglichkeiten, da zu agieren. Also ich meine, aktuell ist es ja wirklich so, dass wenn man da auf die Bank guckt und dann wird so die Bank des Gegners eingeblendet, denkt man sich so, okay. Ja, und es kann ja auch nie schaden, noch einen Standardschützen mehr zu haben. Genau, Kader, ne? Genau, richtig. Der vielleicht noch mal die Eckbälle anders schlägt als Duda oder als Rex Bejay das manchmal tut, der auch bei Freistößen vielleicht noch mal eine andere Qualität mitbringt. Also bei direkten Freistößen jetzt vor allen Dingen. Das fehlt ja auch durch Marc Uth jetzt vollkommen im Kader. Da hast du ja wirklich nur Duda und sonst wüsste ich jetzt gerade spontan keinen, der einen Freistoß gefährlich, also direkten Freistoß gefährlich aufs Tor schießen kann. Ja, also auf jeden Fall würde er uns bereichern, wenn er wieder da ist. Man muss natürlich abwarten, wie viel Körner er gelassen hat durch die Verletzung. Ne? Ja, das wird jetzt, also ich meine, ich glaube jetzt aber auch, dass man da jetzt aufpassen wird, dass man da jetzt nicht ihn zu schnell reinwirft. Ich hoffe, dass immer, dass da unsere medizinische Abteilung so fit ist, das halt auch einschätzen zu können, weil den jetzt vorzeitig reinzuwerfen, macht keinen Sinn und dann soll er sich lieber jetzt wir haben ja im Prinzip keine Winterpause, aber ich sag mal, dann die Tage halt noch lieber Zeit nehmen, um dann halt wirklich komplett fit zu werden und dann halt auch weiterhelfen zu können. Er soll ja sogar tatsächlich bis zur ganzen Rückrunde ausfallen. Das ist ja länger als die Winterpause. Mhm. Ja, ich glaube, er ist sogar, wenn wir Pech haben, erst im Februar wieder in der Lage zu spielen. Das wäre dann schon schade für ihn, aber ja, gute Güte, da müssen wir durch. Da müssen wir wirklich durch, ja. Ja, und ich hoffe halt, dass er dann, wie gesagt, eben gut durchkommt durch die Verletzung und nicht irgendwie daran hadert und dann so ein bisschen wie Timo Horn nicht mehr zu alter Form lange Zeit zurückfindet. Wäre schade.
Also insofern, wir drücken Florian Kainz die Daumen nach Glatz. Die Daumen. Die Daumen. Ja, da drücken wir die Daumen. Und wünschen, dass er bald und fit zurückkehrt. So sieht's aus. Genau, also Flori Kainz, erhol dich gut, mach es gut, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören uns morgen wieder zum 12. Dezember, zum 12. Türchen. Macht es gut, wir sind raus. Tschüss. Tschüss. Hamburg und Hagen rufen Lunel oder Luné oder wie immer es heißen mag, in Frankreich. Unser interner Goalgetter Nummer 1, vorbehaltlich gegen Mainz 05, ist das Türchen Nummer 12. Und es ist nicht Anderson, es ist nicht Anthony Modest, es ist auch nicht André Duda. Wer ist es denn? Es ist Skiri. Ganz genau. Außerhalb im Spiel gegen Mainz heute, am heutigen 12. Dezember, knallt noch irgendwas, irgendwo, irgendwer. Ja. Aber Stand jetzt, 11. Dezember oder 12. Dezember, 15.29 Uhr, ist Elias Skiri mit 3 Toren unser interner Top-Goal-Getter. Und ich denke, wir alle werden seine beiden Tore gegen Dortmund so schnell nicht vergessen. Nein, das hat er schon ganz gut gemacht. Ja, also wie gesagt, muss man dazu sagen, also in den letzten Spielen ist er jetzt auch mit dem Tore-Schießen aufgefallen. Ja, gerne. Also gerne mehr davon. Auch so ein Spieler, was ich schon bei Bornau gesagt habe, bei Bornau, dem die Pause durch Gisdol gut getan hat. Ja, ja. Ich kann mich daran erinnern, dass wir das letztes Jahr auch schon mal hatten, nachdem er beim Afrika-Cup war. Ja. Dann ja schon ein paar Spiele gemacht hatte für uns. Dann ist er auch irgendwann in so ein Loch gefallen. Ja. Ich glaube, er hat sogar auch tatsächlich im Spiel gegen Union Berlin pausiert. Wie jetzt auch wieder. Das. Weil da haben nämlich Volker Westräte und Höger gespielt. Höger gespielt. Du hast recht. Ja. Du hast vollkommen recht, ja. Es ist eine Parallelität der Ereignisse. Ja, vielleicht ist das ganz gut. Also wie gesagt, das Spiel gegen Dortmund mit den beiden Toren, das war schon gut. Ja. Und auch so, muss ich sagen, ist er jetzt nicht der allerschlechteste Mittelfeldspieler, den so die Bundesliga zu bieten hat. Ja. Man muss dazu sagen, mit Jonas Hector wirkt das alles noch stabiler. Aber ich finde jetzt gerade im Verbund mit Salih Özcan ist das jetzt in den letzten Spielen, also jetzt, ich sag mal, Dortmund und auch das Spiel gegen Wolfsburg, völlig okay. Also, das, wie gesagt, ist jetzt nicht Champions League-Niveau, aber zumindest besser als das, was wir da vorher im Mittelfeld gesehen haben. Ja, also ich denke, wenn Hector wieder fit sein sollte irgendwann, Hector Skiri Özcan ist schon in diesem neuen System ein gutes Mittelfeld. Da kannst du schon Punkte mit holen in der Bundesliga. Das ist schon völlig okay. Es reicht vielleicht nicht für die Conference League, aber es wird reichen, könnte reichen für den Klassenerhalt. Ja. Ja, das. Ja, vor allem, du hast ja auch dann mal vielleicht auch eine Sperre, die irgendjemand absitzt und dann kannst du halt dann ein bisschen da durchrotieren. Also, wie gesagt, Rex Bitschei, Özcan, Skiri, Hector, davon kann man ein gutes Dreier-Mittelfeld bilden, ja. Ja, wobei ich da, ohne jetzt vorgreifen zu wollen, Rex Bitschei schon im Nachteil sehe gegenüber den anderen. Ja, das sehe ich auch, aber trotzdem ist es ja wichtig, auch da Leute zu haben, die, ich sag mal, von hinten ein bisschen Druck machen. Wir kennen das alle, der erste FC Köln ist gut da drin, wenn ein bisschen von hinten Druck kommt, als wenn die Spieler gefühlt im Wolkenkuckucksland spielen und keinen Druck verspüren. Das ist das haben wir auf der Torhüterposition Genüge gehabt. Das sehen wir jetzt auf der Verteidigerposition, auf der Linksverteidigerposition, auf der Rechtsverteidigerposition. Das kann man, glaube ich, duplizieren auf jede. Ich glaube, aber das hat nichts mit dem 1. FC Köln zu tun. Ich glaube, das ist eine grundsätzliche Sache, dass, wenn du halt Druck von hinten spürst, vielleicht nochmal 2 PS mehr gibst. Ja, das stimmt. Aber wir wollen ja hier auch über Skiri reden und nicht über das gesamte Mittelfeld. Was fällt dir denn konkret zu Skiri ein? Ist so ein Spieler, den man, ich finde, wenig wahrnimmt im Spiel. Aber ich glaube, halt unheimlich viel läuft. Also das ist, ich meine, diese Statistik, dass Skiri der Spieler ist, der bei uns am meisten gelaufen ist, die ist ja jetzt nicht neu, das haben wir letztes Jahr auch schon gesehen. Aber ich finde, Skiri ist so der Spieler, der damit nicht sonderlich viel auffällt. Also ist ein sehr mannschaftsdienlicher Spieler und hat da bislang
ja auch schon wichtige Tore für uns gemacht. Ich kann mich letztes Jahr an was war das, 1-0 gegen Freiburg erinnern, wo er in der 90. Minute bei diesen unheimlich heißen Temperaturen dann irgendwie nochmal den Turbo zündet. Das war das 2-1, das Siegtor, oder? Oder 2-1, ja genau. 2-1. Das Siegtor in der letzten Ach ja, Minute. Stimmt. Modest hatte das 1-1 gemacht, stimmt. Mhm, du hast vollkommen genau. recht. Deswegen umso beeindruckend, dass er in der letzten Minute noch diese Energie hatte. Ja, genau. Der auch so eigentlich gar nicht wirklich geschwitzt aussah, sondern einfach sich da durchgetankt hat gegen die ganzen Freiburger. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ist halt so der Spieler, der fällt jetzt nicht irgendwie mit großen Kabinettstückchen auf, aber ist wie gesagt so ein sehr, sehr mannschaftsdienlicher Spieler und die brauchst du halt auch im Kader. Ja, total. Ein sehr vertikaler Spieler, also passt deswegen ganz gut zu Hector und auch zu Özcan, weil die beide, ich habe mich gerade versprochen, Skiri ist der sehr horizontale Spieler, passt sehr gut zu Hector und Özcan, weil die beide vertikal ganz gut spielen können. Deswegen meine These gerade, dass das Mittelfeld gut funktionieren könnte. Und vor allen Dingen ist Skiri natürlich, was für dieses Gistol-System so wichtig ist, ein totaler Kilometerfresser. Ne? Das heißt, der läuft ja jedes Mal fast immer den Rekord, manchmal von irgendwie Duda oder von Jakobs überboten, aber hat ja schon immer die Top 3 höchste Laufleistung, meistens sogar von allen Spielern auf dem Platz, nicht nur vom 1. FC Köln, sondern auch vom Gegner. Und ich glaube, so Spieler brauchst du, ne? Diese klassischen Wasserträger, die halt unheimlich viele Wege machen, super viele Passwege zustellen, immer noch irgendwie so versuchen, ihre langen Gräten da reinzukriegen. Und dann anscheinend ja auch bei Ecken durchaus gesucht werden. Hätte ja gegen Wolfsburg auch fast wieder ein Tor gemacht. Ne? Ja. Da kam ja ganz knapp noch einer vor ihm da an Ball. Aber das war auch wieder so ein Bauerntrick wie gegen Dortmund. Da fehlt ja nicht viel bis zu seinem vierten Tor. Ja, wie gesagt, er steht immer relativ weit hinten am zweiten Pfosten. Und wenn da natürlich so eine Verlängerung mal durchkommt, ist das natürlich sofort brandgefährlich. Das ist natürlich echt cool. Ja, ich glaube auch, die Gegner haben ihn gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt, weil der eben, wie du schon gesagt hast, so unauffällig und auch immer so ein bisschen im Schatten sich aufhält, also im Deckungsschatten von anderen Spielern. Und ja, nicht so der typische, klassische, ist jetzt kein Emre Can, wo du weißt, den musst du auf jeden Fall decken, dass der irgendwelche Vorstöße macht. Ne? Also ich glaube, der ist so ein bisschen unterm Radar, ist vielleicht so ein bisschen so ein Hipster-Spieler. Ne? Also ich kann mich erinnern, dass Tobi Escher mal auf Twitter gesagt hat, wenn er einen Kölner gerne verpflichten wollen würde, wäre das Elias Skiri. Und das ist, glaube ich, schon die höchste Auszeichnung, die ein Spieler vom 1. FC Köln von Tobias Escher bekommen kann. Wahrscheinlich, ja. So viel Lob haben andere Spieler wahrscheinlich eher selten bekommen, ja. Ja, absolut. Guter Typ und ja auch erst 24, 25 Jahre alt. Ja. Also der wirkt älter, finde ich, auch von seiner Spielweise her. Der wirkt, also, ja, wirkt so, als wenn er schon so ein bisschen... Ja, könnte auch schon Ü30 sein, fast vom Aussehen und von der Art, wie er sich auf dem Platz so mit Übersicht und so weiter und so fort bewegt. Aber ist ja eigentlich noch ein blutjunger Typ, ne? Ja, das ist richtig. Also, wie gesagt, ich ist auch einer der Spieler, die mir ehrlicherweise ein bisschen Mut machen für dann die Zukunft. Wie gesagt, ob Skiri wird jetzt nicht eine Dekade bei uns prägen, aber wie gesagt, mit dem habe ich im Mittelfeld selten das Gefühl, dass es da jetzt lichterloh brennt. Mhm, genau. Und auch wie bei Bornau, finde ich, spricht sehr gutes Englisch, ja. Was jetzt bei Leuten aus dem französischen Sprachraum halt nicht immer der Fall ist, muss man leider sagen. Jeder, der mal in Frankreich Urlaub gemacht hat, weiß das wahrscheinlich, ohne ihn jetzt zu nahe treten zu wollen, den Franzosen. Oh, doch, eigentlich wollen wir doch, das schon. Ja, klar, natürlich wollen eigentlich wir das. Schon. Zitat El Bandi, es ist falsch, ein Franzose zu sein. Aber der Elias darf das. Ich glaube, der hat ja auch die französische Staatsbürgerschaft und nicht nur die tunesische. Ich meine, er hätte beide. Ja. Er darf das. Ja, eigentlich fast ein bisschen schade, dass der für Tunesien spielt und damit halt nie irgendwie jetzt bei der WM oder so ganz viel reißen können wird. Vielleicht würde er in Frankreich auch nicht spielen. Da gibt es ja schon große Konkurrenz bei denen. Aber kann ja immer im Afrika-Cup dann auf sich aufmerksam machen. Hat das ja auch getan, bevor er dann zu uns gekommen ist. Und hat da ja auch dann unauffällig, aber eben mannschaftsdienlich gespielt beim Afrika-Cup damals für eben Tunesien. Ja, was soll man noch groß über ihn sagen? Ne? Ja. Guter Mann. Ist ein guter Mann. Also auch da hat das Scouting mal wirklich gepasst. Ja, du merkst halt, die bewegen sich so ein bisschen beim Scouting so in diesem franco-belgischen Bereich. Ne? Ja, ich glaube halt, das ist halt noch nicht so ein überlasteter Markt. Also ich meine, ich sage jetzt mal vorsichtig, gehaltsmäßig wirst du dich nicht irgendwie an die
englische Liga ranwagen, Spanien, Italien ist auch, glaube ich, nicht so ganz einfach. Und ich glaube halt, da kannst du halt auch noch das eine und andere Schnäppchen machen, vielleicht mal. Genau, ja, kann man nicht anders sagen. Ist ja gut gelungen und ja, ich glaube auch so einer, den vielleicht nicht jeder Bundesligist auf dem Schirm hatte, auf dem Zettel. Weiß nicht, wie sehr da Montpellier gescoutet wird von Bundesligisten, keine Ahnung. Aber ich glaube jetzt, dass nicht jeder gesagt hat, ach verdammt, die Kölner haben uns den Skiri weggeschnappt. Aber jetzt Nee, rückblickend werden das schon ist einige sagen, richtig. ach, den hätten wir doch für kleines Geld holen können, wenn wir aufgepasst hätten. Das stimmt, ja. Man hat ja auch irgendwie 123 Spiele in der Ligue 1 gemacht mit 24. Ist ja auch schon mal eine Ansage. Sind ja 4 Saisons quasi als Stammspieler. Auch 10 Tore, 5 Vorbereitungen für Montpellier. Ja, 10.000 Minuten hat er gespielt für die. Wow. Das ist ja schon eine Ansage Das in der ist wirklich eine französischen Ansage, Liga. ja. Genau. Vier Spiele im Coupe de France und 6 Spiele in der Coupe de la Liga. Ja, und ich weiß, dass er früher in Frankreich auch vor allen Dingen durch Fernschusstore aufgefallen ist. Das fehlt bei uns noch schon noch. Fernschusstore. Ja, ich geht unserem Kader sowieso in Summe so ein bisschen ab, Ja, außer dieses Rex aus der Bejoy, ne? Ist Distanz. der Einzige, der mal Ja, genau, draufköllt. das ist der Einzige, der sich mal so ein bisschen traut, aber das ist, warum auch immer, sehe ich das immer nur bei Gästeteams. Wie gesagt, würde mich freuen, wenn er den so einen Distanzschuss auch mal raushaut bei uns. Genau. Und ich Aber wie behaupte gesagt, mal. wenn er jetzt nachher nach Ecken nach der Saison irgendwie 7 Ecken macht, dann ist das auch okay. Genau. Und die zweite Ecke gegen Dortmund, die war gar nicht so einfach anzunehmen. Ne? Also der musste Nein. erst den Ball irgendwie sich selber vorlegen und dann seine ganzen Geräten da sortiert kriegen. So einfach war das nicht. Da hätten bestimmt ein paar Spieler von uns einen Muskelfaserriss Ja, bekommen. klar. Ja, vor allem, du musst ja dann schnell reagieren. Also ich Ja. meine, ich glaube, Reus ist ja dann auch angerutscht gekommen. Das heißt, du musst ihn dann ja im Idealfall auch noch hochbringen. Also hoch ins Tor, damit der reinrutscht, keine Chance mehr hat. Das war schon gut gemacht. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, alleine wegen dieser beiden Tore wird er auch immer seinen Platz in der Vereinshistorie innehaben. So wie Dominik Maro damals gegen Leverkusen, die beiden Standardtore. Ja, glaube schon, dass an den wird man sich hier erinnern, alleine wegen dieses Spiels, wenn auch sonst vielleicht nicht viel bleiben sollte. Weil wir alle hoffen, dass doch ganz viele weitere ikonische Momente hinzukommen werden. Aber zumindest auch, ich finde auch, der macht einen netten Eindruck, auch wenn man jetzt nicht viel von ihm sieht und hört, aber das, Ja. wie er auftritt, finde ich sehr Ja. sympathisch. Ist, glaube ich, auch einer aus der Kategorie, liest auch mal ein Buch vielleicht mal. Vielleicht nicht jetzt so die ganz hohe Literatur, aber ist, glaube ich, nicht so ein, ja, sorry, aber Assi, der nämlich in Clubs rumhängt und da irgendwie rumpöbelt und in die Palme pinkelt oder so. So schätze ich ihn dann doch nicht ein. Ist, glaube ich, schon relativ bodenständig auch geblieben. Siehst du ja auch, wenn du da diese FC-24-7-Doku dir anschaust, da ist ja beim Angeln gezeigt worden, ne? Und ich würde mal sagen, Angeln ist, oder ich weiß nicht, ja, Angeln war das, genau. Angeln ist so ein Hobby, das dürften die wenigsten Fußballer haben. Aber er sagt, nö, das hilft mir so ein bisschen aus dem Trubel zu entkommen, ein bisschen runterzukommen, ein bisschen so zu mir selbst zu finden, um meinen Kopf klar zu kriegen. Finde ich cool. Es ist mir lieber, als wenn einer irgendwie jeden Abend auf die Piste geht und sich die dicken Sportautos kauft und dann da Stadtrennen macht und sowas. Finde ich sympathisch, den Skiri. Das stimmt, ja. Kann man nicht anders sagen. Richtig. Und sympathisch finde ich auch das nächste Türchen, das am morgigen Tag kommen wird, aber das erfahrt ihr dann, wer das sein mag. Ich sage schon mal vorsichtig, ein anderer Schlagmensch als Elias Skiri, aber trotzdem eine Bereicherung für die Mannschaft. Wer das sein wird, erfahrt ihr morgen. Bleibt uns gewogen, schaltet auch morgen wieder ein. Macht Idiot und tschö. Tschüss. Das war der trotzdem hier Adventskalender heute. Morgen machen wir wieder ein neues Türchen auf. Bleibt gesund. Ho, 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 ho.